Radio Oki Talk, Oki Talk, Radio Oki Talk, Oki Talk, von Mensch zu Mensch. Und ich begrüße euch recht herzlich heute hier am 27.09.2017 hier auf Oki Talk, den interaktive Rede-Sprachportal, der Talk vom Mensch zu Mensch und ein Thema, was wichtig ist, denn es geht um unsere Kinder, es geht um die Schulen, es geht um Lernen, demokratische Schulen. Heute hier auf Oki Talk und zu Gast ist der Ingo Hauer und dann haben wir noch den Gerald Scheibelhofer bei uns. Ja, wenn ich mal so denke, demokratische Schulen, wenn ich an meiner Kindheit so denke, dann habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, als Kind zumindest, dass ich eigentlich ganz gut behandelt worden bin. Nur, was wir lernen, habe ich als Kind überhaupt gar keinen Einblick gehabt, weil das waren ja die Erwachsenen. Und Erwachsene, da hat man ja, das sind ja die Großen gewesen. So war das meine Sichtweise auf die Kinder gesehen. Und ja, wenn ich heute sehe, wie wir was lernen, PISA-Studien und so weiter sehe, wir schneiden nicht gut ab, dann höre ich immer wieder, dass es einmal die Bewertung von Zensuren gibt und dann ist man ein guter Schüler, ein schlechter Schüler. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich vorbereiten, eine Natürlichkeit mehr ans Licht zu bringen. Mir fallen ein das natürliche Lernen, da gibt es Leistungsschulen, freie Lerner und heute demokratische Schulen. Und ich bin gespannt, ob der Inhalt sicherlich verwandt ist mit diesem Lernalternativen. Und jetzt sage ich mal einen wunderschönen guten Abend nach Graz heute geschaltet. Haben wir, wie gesagt, den Ingo Hauer da und den Gerald Scheibelhofer. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Thema euch näher zu bringen. Guten Abend nach euch. Hallo. Hallo Klaus. Schönen guten Abend, liebe Zuhörer von Oki Talk Radio. Schönen guten Abend auch von mir. Ich bin der Ingo und neben mir sitzt der Gerald. Und wie der Klaus schon angekündigt hat, geht es heute um das Prinzip der demokratischen Schulen. Sind jetzt schon einige Punkte gefallen, die uns da am Herzen liegen oder die wir heute noch näher besprechen wollen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach einmal aus dem Bauch heraus mit ein paar grundlegenden Prinzipien der demokratischen Schule an und was man sich darunter so vorstellen kann. Ja, ganz kurz nochmal, könnt ihr ein bisschen näher ans Mikrofon kommen oder euren Pegel nochmal ein bisschen höher drehen? Ich habe das Gefühl, als wenn ihr jetzt gerade ein bisschen abgesagt seid, leiser geworden seid. Und das ist jetzt nicht so schlimm, in der Ruhe liegt die Kraft. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen kräftigeren Ton bekommen. Und ja, ihr habt ja schon kurz angesprochen, eure Namen. Und dann machen wir nochmal kurz einen Soundcheck, das hier live vor Ort. Ja, geht's jetzt besser mit dem Mikrofon? Wunderbar, ja. Wunderbar. Ja, das Mischpult ist aufgeregelt und ich hoffe, es hören uns alle gut da draußen. Super. Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung. Themen heute. Was ist eine demokratische Schule? Was kann man sich darunter vorstellen? Nach welchen Prinzipien agieren diese Schulen? Gibt es diese Schulen? Und in welchem Ausmaß? Und ja, vielleicht auch ein kurzer geschichtlicher Einblick. Wie sind sie überhaupt entstanden? Was waren so die Wurzeln? Aber bevor wir da einsteigen, lieber Ingo und auch der Gerald, möchten wir doch erstmal wissen, wer ihr seid, vielleicht ein bisschen zu euch erzählen, denn es gibt Menschen, die kennen euch und es gibt Menschen, die wissen überhaupt nicht, was für Menschen heute Abend hier was sagen. Vielleicht mögt ihr so ein paar Worte zu eure Mensch-Personen sagen. Ja, ich bin eben der Gerald und habe mein Psychologiestudium vor mittlerweile 10 Jahren hier in Graz abgeschlossen, habe verschiedenste interessante Dinge in meinem Leben schon erlebt und gemacht und bin aktuell Vater von 2 kleinen Kindern und habe mich deswegen gerade in den letzten 2 Jahren sehr intensiv und extensiv mit dem Thema Bildung allgemein beschäftigt und bin dann eben im Zuge dieser Recherchen über diese freie demokratischen Schulen gestolpert, könnte man sagen. Und habe mich seither eben sehr speziell dann mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich bin der Ingo und habe über einige Umwege des Studiums und berufliche Erfahrungen in der Technik und dann
über kurze freie Zeit mit mir alleine am Land auf den Weg gefunden, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gern mit Kindern arbeiten. Und das hat dann dahin geführt, dass ich Volksschullehramt studiert habe. Habe dann auch unterrichtet in der Volksschule. Und das ist mir dann relativ schnell klar geworden, dass das eigentlich ein System ist, das mir und meinen Vorstellungen von Bildung nicht entspricht. Genau, und so bin ich jetzt auch Vater geworden in den letzten 2 Jahren. Habe 2 gesunde Buben bei mir zu Hause und engagiere mich im Moment für beeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Ja, das klingt erstmal schön, toll, gut. Und meine Frage direkt ist, ich höre gerade daraus, was ist denn an diesem Schulsystem, was wir heute haben, nach eurer Meinung nach nicht in Ordnung? Ich habe anfangs schon gesagt, wie ich aus der Kindersicht mal für mich das gesehen habe. Ich habe natürlich auch meine Meinung dazu, zu dem bisherigen Schulsystem, wie wir heute lernen, aber nicht nur bei den Kleinkindern, sondern auch bei den Berufsschulen etc. Habe ich auch natürlich so meine Meinung dazu. Denn, aber das müssen wir jetzt noch nicht so vertiefen, was mit den Berufsschulen ist, sondern es geht erstmal um die Entstehung von Schulen und das bisherige Schulsystem. Was sind denn da so Aneckpunkte, damit die Zuhörer vielleicht so ein bisschen verstehen, was hier vielleicht doch verändert werden dürfte oder mal drüber diskutiert, eine Transparenz geschaffen wird, so dass man auch versteht, dass es alternative Methoden gibt gegenüber dem bisherigen bestehenden Schulsystem. Vielleicht habt ihr da ein paar Sätze dazu zu sagen. Ja, definitiv. Und zwar kann man damit anfangen, woher eigentlich die Lehrpläne kommen, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen die Schule entstanden ist in ihrer heutigen Form. Und es geht ja auf die Zeit von Maria Theresia zurück, wo es auch viel darum gegangen ist, die Menschen auf Beamtenstatus vorzubereiten, aufs Militär vorzubereiten, auch in gewisser Weise eine gewisse Vorhersehbarkeit zu haben, wie viel kampftaugliche Männer man in den nächsten 10 bis 20 Jahren für den bevorstehenden Krieg haben wird. Und dass wir den hoffentlich nicht vor der Haustür haben, dessen sind wir uns, glaube ich, alle einig. Genau, die Inhalte, die nach wie vor transportiert werden, sind einfach, wie du auch schon gesagt hast, Klaus, halt von den Großen bestimmt und die Kleinen haben da relativ wenig Möglichkeit mitzusprechen. Ja, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist korrekt, das ist in einer Zeit entstanden, die jetzt als das präindustrielle Zeitalter beschreiben würde, ist dann zu dem herangewachsen, was wir jetzt haben in der industriellen Revolution. Das heißt, es war eine Zeit, wo mehr und mehr Dinge von Maschinen erledigt wurden, was vorher noch nicht so der Fall war. Anfangs sind Manufakturen entstanden und im Laufe der Zeit dann auch Fabriken, wo es einfach ein immer größerer Bedarf entstanden ist an Menschen, die eine Arbeit vollziehen, die im Grunde sehr repetitiv, eintönig und ziemlich uninteressant ist. Wichtig war es, auch viele Menschen zu haben, die sozusagen ohne groß zu hinterfragen, das tun, was man ihnen sagt und das immer wieder. Nur sind wir mittlerweile über dieses industrielle Zeitalter bereits hinausgewachsen. Wir befinden uns bereits in dem, was wir heutzutage als Informationszeitalter benennen. Und heutzutage können Maschinen Dinge so viel von alleine, wie es früher nicht möglich war. Der Mensch muss nicht mehr diese ganzen repetitiven Arbeiten in diesem Ausmaß leisten, wie es früher der Fall war. Darum benötigen wir auch eine andere Form von Menschen in der Zukunft und auch in der Gegenwart. Wir brauchen Menschen, die kreativ sind, die innovativ sind, die die Dinge machen können, die Maschinen nicht machen können. Ja, das sehe ich auch so. Wo liegt in der, also meine Feststellung ist erstmal immer, ein Mensch kann immer nur dann erstmal gut lernen, wenn er
mit Spaß und Freude in seiner Mitte möglichst sein kann. Heute bauen wir in den Schulen, in dem bisherigen System, einen Lerndruck auf, wo auch viele Schüler überfordert sind. Wir haben auch Schulverweigerer. Ich selber habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Dort hatten wir auch Schulen. Das sind eigentlich auch Opfer des Systems, so sage ich jetzt mal, aufgrund, weil die Familienstrukturen in der Gesellschaft leider verschoben sind, gestört auch größtenteils sind, wenn sie dann in dieser Form in Behandlungen zum Beispiel kommen. Aber es geht ja auch um die ganz normalen Schulen und da können die Eltern sicherlich bestätigen, dass viele Kinder mittlerweile ankommen und eigentlich nicht wirklich mehr große Spaß und Freude haben an der Schule. Einmal das, deswegen gibt es ja auch diese Schulverweigerer zum Beispiel. Und wenn man Anreize gibt mit Freude, statt 4-5 Stunden a 45 Minuten zu lernen, was wissenschaftliche Studien bestätigt haben, dass man gar nicht in der Form wirklich lernen kann, weiß man auf der anderen Seite, dass es auch bei Erwachsenen so, haben wir Spaß und Freude, lernen wir auch effektiv und schnell. Wie seht ihr denn diesen Standpunkt? Ja, also Spaß und Freude ist ganz sicher eine gute Grundvoraussetzung zum Lernen. Und Spaß und Freude entsteht meistens dann, wenn man es aus freien Stücken macht. Was vielleicht in den ersten Schuljahren teilweise der Fall ist bei den Kindern, weil sie sich darüber freuen, neue Dinge zu sehen und beigebracht zu bekommen. Aber wie du schon erwähnt hast, der Druck, der gleichzeitig auf ihnen lastet und diese Vorbereitung auf punktgenaues Abliefern von Leistung ist halt schneller mal eine Spaßbremse. Ja, und dadurch ist klar, dass man dann irgendwie keine Freude mehr hat, dass man Bauchweh hat, wenn man in die Schule gehen muss, dass man vielleicht seine Hausübungen nicht mehr ordentlich macht oder gar nicht mehr in die Schule geht. Ja, und genau das, was du vorhin gesagt hast, ist im Grunde auch neurowissenschaftlich ziemlich genauso belegt, dass es im Grunde ist das Wichtigste für erfolgreiches Lernen, die Motivation. Und wahre Motivation ist ein intrinsischer Antrieb, also etwas, was von innen herauskommt, während im Gegensatz diese externe Motivation, wie sie eigentlich hauptsächlich Verwendung findet, auch das genaue Gegenteil bewirken kann von dem, was sie bewirken soll. Also das Wichtigste ist eben, dass man ein Interesse hat, dass man wahrhaft eine gewisse Freude daran hat, was auch immer man macht. Ja, ihr habt heute Abend einiges, denke ich, innerlich für uns Zuhörer vorbereitet. Es geht einmal um Prinzipien, es geht um Situationen und es geht auch um die Geschichte und dort einen Einblick uns zu vermitteln. Vielleicht wollt ihr einfach mal heute Abend so ein bisschen anfangen. Für die Zuhörer draußen an den Boxen möchte ich informieren, dass der OKTalk-Chat für die Zuhörer auch freigeschaltet ist. Ihr seid auf Live on Air und unter dem Live on Air, wo ihr das Studio uns ja auch hört, gibt es den Chat noch dazu. Sollten dort Fragen, Anregungen sein, werden wir sie natürlich weiterleiten hier in diese Sendung, sowie natürlich unsere Zuhörer hier auf dem Redesurfer einfach in den Wartebereich reinkommen. Später können wir auch wieder einen offenen Talk zum Nachttalken hiermit anbieten. Und ja, somit würde ich einfach mal sagen, lieber Ingo und lieber Gerald, vielleicht fangt ihr mal an, wie ihr euch heute Abend für uns vorbereitet habt. Ja. So, jetzt ist die Taste wieder im richtigen Fenster und es funktioniert auch mit dem Sprechen. Ja, das Prinzip der demokratischen Schule, was stellt man sich allgemein unter Demokratie vor und was sind das eigentlich für Werte, die in unserer Gesellschaft da doch sehr Basisfunktionen schaffen, dass jeder Mensch ein Recht hat, gehört zu werden, dass jeder Mensch hat ein Recht, sich einzubringen und mit seiner Stimme die Gesamtsituation zu beeinflussen beziehungsweise auch zu verändern. Und genau das ist auch die Grundlage der demokratischen Schule beziehungsweise der freien demokratischen Schule. Nämlich, dass jeder und dass die Kinder und das Lehrpersonal, wenn man es so nennen möchte, und teilweise auch die Eltern ein Stimmrecht haben. Das heißt, sie dürfen über alles, was in dieser Schule geschieht, mitbestimmen. Genau, also die wichtigsten zwei Grundprinzipien, die ich jetzt benennen würde, ist eben einerseits
diese demokratische Struktur, was am Ende heißt, jeder, der dort ist, hat eine Stimme, egal wie alt er ist. Und auch erwachsene Stimmen zählen nicht mehr als die von Schülern. Und es gibt eine klar definierte Entscheidungsstruktur, wie es üblicherweise eine Schulversammlung darstellt, einmal die Woche, wo einfach alles gemeinsam demokratisch beschlossen wird, was auch immer die Schule betrifft. Und der zweite wichtige Punkt, warum es auch eine freie demokratische Schule ist, ist die grundsätzliche Freiheit des Einzelnen zu entscheiden, was er oder sie tun mag. Das heißt, ja, es gibt keine Vorgaben sozusagen, wie jemand seinen Tag zu verbringen hat. Jetzt kommt natürlich eine Frage von mir. Ihr habt ja gesagt, dass auch die Kinder eine Stimme haben und genauso viel Wert hat für, wie die Erwachsenen. Jetzt denken sich die Erwachsenen vielleicht viel oder jetzt kommt der Gedanke von den Erwachsenen, Kinder können doch noch gar nicht wirklich entscheiden. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Es geht ja um gewisse Entscheidungen in dieser Schule. Vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen drauf eingehen? Naja, grundsätzlich werden alle Themen besprochen. Natürlich, wenn es um finanzielle Dinge oder Dinge geht, die den gesamten Schulerhalt betreffen, ist es auch sinnvoll, die Eltern einzubringen, weil die ja meistens diejenigen sind, die das Geld im Hintergrund stellen. Aber was jetzt zum Beispiel die Einstellung von Lehrpersonal angeht oder das Angebot an Kursen, an Instrumentalunterricht, was auch immer man sich vorstellt in einer Schule, da sind die Schüler 1:1 eingebunden. Und im Grunde wird sozusagen alles, was den Tagesbetrieb betrifft, von Schülern zusammen mit dem Lehrpersonal entschieden. Also die Eltern haben eben dann eher so übergeordnete Stimmrechte, wie jetzt zum Beispiel bei der Budgetierung. Jedoch das Argument, dass Kinder ja noch nicht vernünftig entscheiden können, naja, es geht hier um Dinge, die die Kinder betreffen, und zwar hauptsächlich die Kinder betreffen. Und in einer demokratischen Struktur ist es nun einmal so, dass die Betroffenen ihr Stimmrecht haben, weil sie ja mit dem leben müssen, was auch immer da entschieden wird. Und dass es eben kein autokratisches System ist, wie es die klassische Schule nach wie vor ist, was zu Zeiten der Monarchie eben ja noch logisch und sinnvoll war, ist aber in unserer heutigen Zeit veraltet, weil wir mittlerweile in einer freien Demokratie leben. Jedoch in der Schule haben wir diese freie Demokratie üblicherweise nicht. Ja, da kann man auch zu sagen, Hierarchie in den Schulen, weil einer das Sagen hat, beziehungsweise der Chef ist ja der Direktor oder Direktorin, dann die Lehrer und über den Direktor steht das Kultusministerium, das für die Schulen verantwortlich ist. So ist die Struktur ja, denke ich, aufgebaut. Genau, also das Bildungsministerium beschließt mit den Gremien zusammen, was zu lernen ist, beziehungsweise dann die Budgetierung für die ganzen öffentlichen Schulen und auch die religiösen Schulen. Und also was dabei natürlich vorgelassen wird, ist, inwieweit können Kinder überhaupt mitentscheiden, wenn ein Lehrer jetzt unpassend für sie scheint. Ja, wenn man das Gefühl hat als Kind, hey, wird eigentlich da nicht adäquat unterrichtet oder so, vielleicht auch gar nicht freundlich oder liebevoll, wie man es sich wünschen könnte als kleiner Mensch und auch als großer. Inwieweit hat man überhaupt da einen Hebel zu sagen, hey, ich möchte einen anderen Lehrer oder ich möchte, dass mich jemand anders unterrichtet, wenn ich schon nicht die Klasse wechseln kann? Ja, ich würde auch weitergehen, nicht nur was den Lehrer betrifft, sondern was ist, wenn ein Kind sagt, okay, was ihr mir hier bietet, ist völlig uninteressant für mich. Mich interessieren andere Dinge. Das, was ihr mir hier und jetzt vorsetzt, interessiert mich überhaupt nicht. Und da gibt es eben genug Beispiele von Kindern, die dann aus dieser Haltung heraus rebellieren gegen das System, entweder nach außen hin, indem sie dann Auffälligkeiten wie Gewaltausbrüche zeigen, oder es internalisieren und Krankheitssymptome teilweise sehr schwerwiegend zeigen.
Jetzt sagen die Eltern wieder, aber mein Kind soll doch was Gescheites werden. Wir haben doch so eine Gesellschaft, wo wir doch vieles lernen müssen, wie die deutsche Sprache, das Lesen, das Schreiben. Dann ist Mathematik doch wichtig und noch Allgemeinwissen wichtig. Wie können denn die Schulen anders dann ausschauen und wie können die Kinder denn dann lernen, wenn sie selbst entscheiden? Da sind bestimmt viele Fragezeichen möglicherweise von Eltern jetzt da. Ganz bestimmt, ja. Also man kann sich dazu auch einmal die nordischen Schulen da in speziellen Finnland anschauen und sich überlegen, wieso funktioniert das bei denen, dass Kurssysteme gibt, wo die Kinder nach ihren aktuellen Fähigkeiten bzw. Interessen wählen, wie sie unterrichtet werden bzw. was sie lernen. Und ich gebe dir recht, das wird sicher jeder sagen, es ist in unserer Welt der Informationen absolut notwendig, dass man lesen und schreiben kann. Und jeder, der in dieser Welt aufwächst, ist damit konfrontiert und wird früher oder später, wenn er an einer Plakatwand vorbeigeht oder ein Smartphone in die Hand bekommt, das Bedürfnis haben zu lesen und zu schreiben, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und das ist jetzt nicht nur eine schöne Überlegung oder eine blanke Theorie, was jetzt der Ingo gerade von sich gegeben hat, sondern es gibt ja schon Schulen, die so arbeiten, also mittlerweile seit 50 Jahren mit diesem Modell, von dem wir hier sprechen, wo es keinen Unterricht per se gibt, zum Beispiel in Lesen und Schreiben. Es sei denn, die Schüler kommen jetzt zu den Erwachsenen und sagen, hey, ich würde gern lesen lernen. Bitte bring's mir bei. Dann gibt's natürlich die Unterstützung der Erwachsenen, ist keine Frage, jedoch wird nicht von den Erwachsenen von innen aus der Unterricht angeboten oder aufgezwungen. Und die erstaunliche Erkenntnis über viele Jahrzehnte, es lernt jeder früher oder später lesen und schreiben. Ja, da kann ich auch das Beispiel geben von André Stern, der ja nie eine Schule besucht hat und da gibt es ja viel Material auch im Internet. Der ist bei euch vermutlich auch bekannt. Ja. Ja, definitiv. Ja, er erzählte ja auch, dass er einfach dann neugierig geworden ist, weil die Anreize haben ja die Kinder besonders. Sie sehen ja alles und sie fühlen und spüren und riechen und schmecken und sehen ja auch, wenn Mama und Papa sich nicht verstehen. Also Kinder sind da ziemlich hochsensibel, was in der Umwelt passiert und gerade in den jungen Jahren, wo ja, man sagte, das 0. bis zum 7. Lebensjahr sind ja sehr prägend von Mama und Papa, wie man aufwächst. Und dann fängt man erst an, sich zu entdecken, wer bin ich, so der Weg ab dem 7. Lebensjahr. Und dann kommen ja auch die vielen Fragen, auch was da die Eltern von zu Hause aus auch feststellen können, wo Kinder dann die Neugier auch immer wieder ausleben. Und manchmal wird es leider auch unterdrückt. Ja, also ganz genau, durch diesen Zwang von außen kann es oftmals genau zum Gegenteil führen. Und wie ich gerade vorhin gesagt habe, früher oder später lernen an den freien demokratischen Schulen alle lesen und schreiben. Es kann sein, dass sie schon mit 4 Jahren das beherrschen, mit 6, mit 8, mit 10, manche erst mit 12. Aber wenn sie dann älter sind, kann man das nicht mehr unterscheiden. Sie können es einfach. Und das Spannende daran ist, dort sind solche Themen wie Leserechtschreibschwächen und vielleicht gar nicht lesen können, so gut wie unbekannt. Möglicherweise gibt es eine verschwindend geringe Zahl von Kindern, die das dann nicht können. Ja, doch schauen wir jetzt einmal kurz dorthin, wo wir sind mit dem traditionellen Schulsystem. In Österreich liegt die Quote, mir die Zahlen mal angeschaut, geschätzt zwischen 10% und 17% der funktionellen Analphabeten, Menschen, die nicht sinnerfassend lesen können. Und das, obwohl sie geschult werden, lautet die allgemeine Aussage. Ich sage, weil sie so geschult werden. Ja, ganz klar, weil sie so geschult werden. Das ist, glaube ich, doch diese Pädagogik, die vielleicht das System noch versuchen kann, anzunehmen und zu lernen selber. Wenn ich was machen muss,
kann es Freude machen, aber meistens, wenn ich was machen muss, ist es unbequem. Wenn man was machen darf und es gibt ein Angebot, dann denke ich, und eben ich für mich entscheiden darf, was ich gerne möchte. Ich sage immer, die Schule der Zukunft liegt darin, indem die Eltern den Kindern viele Angebote machen. Und die Kinder sollen selbstständig entscheiden, worauf sie Interesse haben. Und wir wissen auch aus Erfahrung, dass Kinder in einem gewissen Alter, meistens ist es so um die 12, 13, 14, ein Instrument zum Beispiel zu lernen. Und dann fangen sie an. Und dann ist das unbequem. Man fängt was an und hört aber es auf. Man ist in der Findungsphase, so empfinde ich zumindest. Ja, ganz bestimmt. Also diese Findungsphasen hat man über das ganze Leben immer wieder. Das kann ich nur von mir selbst da bestätigen. Und irgendwo findet man dann aber eben auch wieder zurück eventuell und merkt, okay, wenn ich da jetzt einen gewissen Biss entwickle oder wenn ich mir da dahinter klemme, dann funktioniert es und dann komme ich auf die nächste Stufe und dann kann ich, wenn wir beim Thema Instrument bleiben, ganz neue Dinge spielen und dann höre ich mir selber lieber beim Spielen zu. Was man halt nicht vergessen darf, sind diese Fenster, wie sie ja Maria Montessori beschrieben hat, in denen die Kinder sehr aufnahmebereit sind für verschiedenste Dinge, eben wie das Lernen von mathematischen Prinzipien, das Lernen von Sprache, von Fremdsprache, ja. Und was im aktuellen Schulsystem und im Jahrgangsunterricht nicht der Fall ist und auch nicht gewährleistet werden kann, ist, dass man auf diese sensiblen Phasen der Kinder eingeht, dass man schaut, vielleicht ist das Kind jetzt in der ersten Klasse nicht bereit, Mathematik zu lernen, aber ab der dritten Klasse oder ab dem achten Lebensjahr wird es das problemlos innerhalb kürzester Zeit lernen. Dafür ist in unserem schönen inklusiven System einfach kein Platz. Ja, dazu würde ich noch gerne anmerken, würde ich grundsätzlich auch sagen, dass es sensible Phasen für jeden Menschen gibt, jedoch diese wesentlich individueller sind, als jetzt zum Beispiel Montessori oder Jean-Piaget postuliert haben, was auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her oftmals gefunden wurde, dass diese Phasen so nicht haltbar sind, beziehungsweise es tatsächlich viel individueller ist, als man sich das ausmalen möchte und daher es für mich auch wenig Sinn macht, jetzt von außen her zu gehen und die Kinder sozusagen zu begrenzen, in einem gewissen Alter nur gewisse Dinge angehen zu dürfen und nichts anderes, sondern eben es zuzulassen, dass sich das aus innen heraus entwickelt, was früher oder später dann ja tatsächlich passiert, dass die Kinder ihres einfach finden. Ja, führt mal ruhig weiter fort zu eurem Thema und wenn ich Fragen habe oder auch ihr lieben Zuhörer Fragen habt, kommt einfach in den Wartebereich dann herein. Wie gesagt, jetzt wird noch was erklärt, gesagt, getan, weil die Vorbereitung vom Ingo Hauer und vom Gerald Scheibelhofer, sie haben sich auch vorbereitet und ich übergebe einfach weiter das Mikrofon. Kann sein, dass ich euch manchmal unterbreche. Ja, bitte darum. Manchmal ist es angenehm, im Fluss kurz unterbrochen zu werden, damit man wieder auf neue Gedanken kommt. Und ja, ich glaube, was sich viele Menschen einfach nicht vorstellen kann, ist, dass in einem Haufen von Kindern und Jugendlichen sowas wie eine innere Ordnung entsteht. Dass Kinder vielleicht selbst das Bedürfnis haben, Regeln festzulegen in einer Schule, wie man so schön von Herbert Grönemeyer auch kennt, dass Kinder sind die wahren Anarchisten. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber tatsächlich ist es so, dass Kinder ihre Bedürfnisse haben und wenn die einmal in gewissen Regelwerken festgelegt sind, die sie selbst entscheiden durften, dann werden die auch ganz genau eingehalten. Dann sind die Kinder die wahren Demokraten, nicht mehr die Anarchisten, wie sich in der Realität ja gezeigt hat. Und vielleicht noch zu dem Schulmodell, über das wir jetzt sprechen, diese freie demokratische Schule, wie wir sie hier nennen, diese, damit man sie vielleicht noch das besser vorstellen kann, also wir haben gesagt, dass es eine demokratische Entscheidungsstruktur gibt und grundsätzliche Freiheit des Lernens bzw. der Tätigkeit herrscht. Und was noch wichtig ist zu wissen, es gibt eine komplette Altersdurchmischung. Das heißt, in der prototypischen Schule, in der ersten, die nach diesem Modell gemacht wurde, sind Kinder von 4 bis 19 Jahren
Und da gibt's keine Einteilung in irgendwelche Klassen oder so, sondern die Kinder finden sich von selbst in Interessensgruppen zusammen, im Gegensatz zum klassischen System, wo Altersgruppen von außen gebildet werden, die nicht zwangsläufig dieselben Interessen haben. Aber tatsächlich wichtig ist ja eine Peer Group, in der andere Menschen sind, die die gleichen Interessen teilen. Dadurch kommt man in einen ganz anderen Fluss des gegenseitigen sich Bestärkens und Interesse wecken, und da kommt noch dieses und jenes, da passieren ganz andere Prozesse. Ja, vor allem also die interpersonellen Prozesse, wo die Kinder wirklich aufeinander eingehen müssen, wo die Älteren auf die Kleineren vielleicht Rücksicht nehmen, wo die Jüngeren lernen, Fragen zu stellen, Fragen richtig zu stellen und auch sich selbst zu organisieren in einem anderen Ausmaß, als es möglicherweise in einem normalen Schulsystem der Fall ist. Also wenn man jetzt ein Projekt angeht und man weiß, okay, wir wollen jetzt irgendwie ein U-Boot bauen, dann werden die Kleinen mit Ideen kommen und dann werden die geprüft werden. Dann gibt es einfach Prozesse, die in weiterer Hinsicht im Leben ganz entscheidend wichtig sind und die man auch aus allen großen Betrieben kennt. Dass man sagt, okay, da gibt es jetzt einmal einen Vorschlag für ein System. Kann das funktionieren? Na, wo gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, sich zu informieren? Wie kommt man an die entsprechenden Vorgaben, um das wirklich zu durchleuchten und zu schauen, was sind unsere Fehler oder wo sind wir da an ihr Weg gegangen? Und ja, ich glaube, da lernt man insgesamt mehr, als wenn man nur aus dem Buch herausliest oder Muster abarbeitet. Vor allem lernt man in ganz anderen Zusammenhängen. Man lernt nicht isolierte Fächer sozusagen, die ja tatsächlich im Leben nicht voneinander getrennt sind. In der Realität ist ja alles miteinander verbunden. Und ebenso lernt man jetzt durch etwas, was einem Interesse, wofür man Interesse hat, was einem Freude bereitet. Und sei es jetzt zum Beispiel, ich möchte gerne ein U-Boot oder das Modell von einem U-Boot bauen oder wie auch immer, dann werden dadurch ganz viele Dinge gelernt, die jetzt rundherum damit zu tun haben. Sei es über U-Boote an sich, über die geschichtlichen Aspekte, wann ist das entstanden, warum ist das entstanden, wie funktioniert das überhaupt, was gibt es da für einzelne Teile des U-Bootes, was hat man alles zu beachten. Da kommen so viele verschiedene Dinge zusammen, die jetzt in einem normalen klassischen Unterricht in Einzelfächer, die scheinbar nicht zusammenhängen, präsentiert werden. Ja, da kommt immer das Argument, Entschuldigung, wenn ich euch da unterbreche, den Faden verlieren. Man muss ja man macht ja die Fächer so, dass eine Strukturierung da ist, aber ihr habt auch recht, dass die Zusammenhänge nicht erkannt werden. Und die Lehrer argumentieren, beziehungsweise System vielleicht, ja, man muss ja das kompakt präsentieren, damit man auch beim Thema bleibt. Das würde ich als Gegenargument vom System aus vielleicht erkennen. Kompakt mag seine Richtigkeit haben oder das mag in gewisses Sinn positiv sich auswirken können, wenn man speziell einen Aspekt von einer Sache lernen möchte. Aber der Mensch funktioniert ja nicht so. Ich will ja irgendwie das Ganze begreifen oder ich will ja wissen, was liegt dahinter und das vernetzte Denken damit aktivieren. Wenn ich nur kurz einwerfen darf, die grundsätzliche Frage, die sich ja stellt, was wollen wir erreichen? Worum geht's eigentlich? Geht's jetzt darum, dass jemand anders, der glaubt zu wissen, was für mich gerade wichtig ist, mir sagt, dass ich zu lernen habe jetzt? Oder geht's jetzt darum, dass ich gerade Interesse daran habe, ein U-Boot zu bauen? Dann geht's jetzt nur darum, das zu machen. Und dann ist es auch möglich, dass ich mich so fokussiere und ganz auf das einlasse, dass da wahnsinnige Sachen passieren und ein Wissen angesammelt wird, das, wie gesagt, das andere, was vielleicht jemand anders jetzt sagen würde, na, aber wenn man schon das jetzt lernt, dann sollte man vielleicht noch das und das und das dazu lernen, ist aber vielleicht in dieser Situation für denjenigen absolut nicht relevant und nicht interessant, was schon wieder mal Probleme bereitet, denn dann fehlt die Motivation. Und wie wir wissen, das Wichtigste fürs Lernen ist die Motivation.
Wir haben einen Gast da. Dürfen wir schon ein Zeitfenster öffnen oder noch ein wenig warten? Frage. Gerne, ja. Können wir gerne reinschalten, ja. Ja, dann sage ich einen guten Abend. Der Jenne ist bei uns. Schön, dass du dich hier einschaltest heute Abend. Jenne, guten Abend, bitte. Jenne, du bist on air. Du kannst dein Mikrofon freischalten. Jetzt ist er da. Ja, schönen guten Abend. Und sehr interessant. Und ja, also ich musste da gerade ein bisschen, er erzählt die tollen Sachen und dann mit dem U-Boot und das zeigt da drauf hin, also das, was das Schulsystem uns ja genommen hat, diese freie Entfaltung, ne, als Kind. Wenn wir ein Kind von 5, 6 Jahren an der Hand nehmen und durch die Weltgeschichte laufen, dann kann es ja zu allen, findet es Worte und kann alles erklären. Und diese freie Entfaltung wird uns ja dadurch genommen, dadurch, dass es jeden Tag 6 Stunden auf dem harten Stuhl sitzen, also was ich mittlerweile sogar als Folter ansehe. Und denn gibt es keine freie Entfaltung mehr, kein Rechts und Links, kein Gezappel, sondern ein Lernziel. Und früher hatten sie dann noch ihre Mittel und Wege, wenn man denn nicht gleich so, also um einen gefügig zu machen, sage ich jetzt mal, zu meiner Schulzeit ging es noch so. Also, ne, da ist noch ein Schlüsselbund geflogen oder mal eine Backpfeife, also das kenne ich noch. Und wenn ich das jetzt dann zu heute sehe, die Kinder, die, also da werden die dann schon von den Lehrern darauf hingewiesen, dass die Kinder ja hyperaktiv sind und müssen mit Ritalin lahmgelegt werden und fügig gemacht werden. Also dieses ganze üble System, um uns halt ja so gefügig zu machen, wie sie uns brauchen für ihre Arbeiten. Und so hat man Soldaten, so züchtet man Soldaten, ne? Und empathielos und so konnten wir nur ein Gewehr in der Hand nehmen und auf andere Menschen ziehen. Das ist alles eine ja, nicht so tolle Sache, was da gelaufen ist. Und darum bin ich da auch froh drüber, weil bei uns jetzt letztens auch erst in der Zeitung, in der Tageszeitung, stand, dass sie hier bei uns die neuen Schulen einrichten wollen mit diesem freien Lernen, wo ihr drüber redet. Und ja, ich finde das sehr interessant. Danke dir, Jenne, und für deinen Beitrag. Und was mir noch einfällt, wenn wir schon von Schulen sprechen, vom System Schulen sprechen noch. Man fängt in Deutschland an und das ist schon ein Fakt, die Frühsexualisierung. Vielleicht kommen wir da heute Abend auch nochmal drauf zu sprechen, was ich persönlich auf Deutsch gesagt, ich sag's mit meinen Worten, auch wenn das Wort nicht erlaubt ist auf OKTOK, sowas finde ich pervers. So, und ich gebe wieder das Mikrofon zum Ingo und zum Gerald. Danke dir, Jenne. Bleib ruhig hier oben, wenn was ist, einfach Fragen stellen. Ja, danke. Ja, lieber Jenne, danke für deine Schilderungen. Das sind genau die Punkte, die wir anfangs eben auch schon erwähnt haben. Das Schulsystem in seiner jetzigen Form zielt nicht unbedingt auf die freie Entfaltung ab, beziehungsweise auf das kreative Denken, sondern vielmehr auf das systematische Funktionieren. Wohingegen vom System in weiterer Folge ja genau das Gegenteil gefordert ist, dass man vernetzt denkt, dass man sich in neuen Systemen zurechtfindet, dass man vielleicht sich selbst präsentiert oder seine Arbeiten. Und all das wird in großem Maße noch vernachlässigt. Es gibt natürlich Ansätze und Versuche, dass man das Schulsystem kleinweise umbaut, aber die großen strukturellen Veränderungen lassen offensichtlich noch auf sich warten. Ja, und ich würde sagen, was auch eins der Kernprobleme der traditionellen Schulen ist, unter denen sie meiner Meinung nach früher oder später brechen werden, ist das, was ich jetzt mal als Wissensraum bezeichnen möchte. Einfach das, was wir als Menschheit an Wissen zusammengetragen haben, ist ja etwas, was gerade in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen hat. Also wir haben heute Disziplinen, die gab es vor 20 Jahren noch nicht. Wenn ich jetzt hergehe und mir die Entwicklung der letzten 20 Jahre ansehe und mir bewusst mache, dass es sicher nicht eine extreme Entwicklungsverlangsamung geben wird, sondern eher noch eine Beschleunigung, dann muss ich ja ehrlicherweise zugeben, ich kann nicht sagen, was ein Mensch in 20 Jahren tatsächlich brauchen wird an Fertigkeiten. Und nur wenn ein Mensch fähig ist, die Liebe zum Lernen sein Leben lang zu behalten und gerne neue Dinge dazu zu lernen,
wird auch in Zukunft sicher bestehen können. Ja, das Stichwort Lifelong Learning, das kennen sicher alle, die vielleicht in einem medizinischen Beruf oder in einem technischen Beruf sind oder jeder, der von der Fachhochschule kommt und anfängt zu arbeiten, ist sich bewusst, sobald er in seinem Job ist, kann er weiterlernen und zwar intensivst. Aber überhaupt dieses Feld neu aufzuarbeiten und dann die ständigen Veränderungen mitzumachen, die neuen Errungenschaften der Technik, die, wie der Gerald schon gesagt hat, in ihrer Rasanz ja ständig zunehmen. Also da mitzukommen, schließt einfach ein, dass man lernbereit und lernfähig ist und optimalerweise sich auf positiv einstimmt aufs Lernen und nicht von vornherein irgendwie schon geprägt ist und sagt, irgendwie jetzt schon wieder was lernen. Na, eigentlich habe ich darauf überhaupt keine Lust. Ja, ich würde sagen, kleine Musikpause. Wir haben 3 Songs heute Abend. So könnte ungefähr hinkommen bis 22 Uhr. Wir dürfen früher Schluss machen. Wir können auch ein bisschen überziehen. Wir müssen uns nicht stressen. Oder wollen wir den Faden weiter noch ansetzen? Musikpause klingt gut für mich. Ja, passt, glaube ich. Ja, dann werde ich mal mit Player freischalten. Du hast da 3 Songs mir heute auf den Plattenteller gelegt und das ist als erstes den Wolfgang Ambros. Ja, Mensch, mach einfach bleiben. Mensch bleiben. Ein Mensch möchte bleiben. Ein Mensch, ja, ich bin der schlechteste DJ, den es hier überhaupt gibt. Das sage ich ganz ehrlich. Deswegen moderiere ich ja auch lieber und jemand anders darf es gerne dann erzählen. Mensch möchte ich bleiben, ohne Dialekt aus Österreich, aber jetzt viel Spaß beim Reinhören. Bis gleich. Ja, der gute Wolfgang Ambros, Mensch möchte ich bleiben und ich glaube, wir wollen auch, dass unsere Kinder Kinder bleiben und manchmal kommt mir ein Sprichwort immer wieder hoch, wo ich sage, ja, wie wollen denn die Eltern es ihren Kindern beibringen, wenn sie es von ihren Eltern nicht gelernt haben. Manchmal dürfen wir auch demokratische Schulen oder andere Schulen, natürliches Lernen, Freilernen oder sonstiges, auch wieder mal sagen, Eltern auf die Schulbank. Eigentlich dürften wir doch auch eine Erwachsenenschule aufbauen. Und das Angebot kann ja jeder für sich entscheiden, es anzunehmen. Wie habt ihr denn da so eine Meinung dazu? Elternbildung ist sicher vernachlässigt in unserer Gesellschaft. Und ich gehe ja davon aus, dass es viele nicht besonders interessiert und deswegen gibt es ja auch immer mehr die Ganztagsschulen, die Ganztagskindergärten, weil die Eltern sich lieber mit den Dingen beschäftigen, die sie scheinbar gut können, sei das jetzt ihre Arbeit oder was auch immer. Und die Kinder halt den Profis, also den Pädagogen überlassen. Wobei man ja auch nicht davon ausgehen kann, dass die immer wirklich die besten Ansprechpersonen für die Kinder sind. Ja, also würde ich auch sagen, dass eben gerade die Eltern in einer sehr schwierigen Position sind, weil sie selbst ja in dieser Form kaum jemand kennt, in so einem System groß zu werden. Und weil man jetzt natürlich als Anhaltspunkt nur das hat, was man einerseits selbst erlebt hat und andererseits, was man halt so von außen als Norm und Standard kennt, kommen halt ganz leicht alle möglichen Ängste hoch, wenn jetzt ein System daherkommt, das so eine völlig andere Kultur darstellt als das, was man kennt. Da kommen ganz automatisch gewisse Abwehrmechanismen und Ängste, ist logisch. Und auch in der Praxis hat sich gezeigt, dass man da sehr viel im Gespräch mit den Eltern auch zu sein hat und immer wieder auf diese Ängste auch einzugehen hat. Ist auch verständlich, dass die Schüler vor Situationen gestellt sind, mit der sie dann im ersten Moment vielleicht nichts anfangen können. Also gerade Kinder, die jetzt schon durch ein Standardschulsystem geprägt sind und dann auf einmal dort in der Schule stehen, in der freien demokratischen und keine Aufgaben bekommen, also dürfen sich einfach dort frei bewegen und teilnehmen, wo sie wollen oder auch nicht. Dass die eben möglicherweise im ersten Moment sagen, oh, okay, gibt's mir bitte was zu tun, gibt's mir was zu tun. Aber Kinder sind zum Glück sehr schnell darin, sich zu adaptieren und finden dann schnell ihren Weg und sehen, aha, was machen die anderen so, was gibt's da für Möglichkeiten, wo kann ich mich anschließen und finden dann wieder zurück auf ihren eigenen Pfad, um ihre Interessen wirklich auszuleben und dann mal auszuprobieren, was jetzt eigentlich für sie
elementar ist im Leben. Ja, es hat sich eben gezeigt, auch in der Praxis, dass gerade die Kinder, die vorher traditionell beschult wurden, sich dann in diesem freien System am schwersten tun, sich zurechtzufinden und oftmals eine längere Anpassungsphase brauchen, in der sie durch verschiedenste Phasen von Langeweile bis Depression hindurchzugehen haben, bis sie das voll annehmen können. Aber dann passiert etwas Wunderbares, nämlich das, was allen Menschen widerfährt, wenn sie jung sind und man ihnen nicht sagt, was sie zu tun haben. Sie haben sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich mit meiner Zeit anfangen? Was will ich eigentlich wirklich tun? Und genau das ist etwas, was die Kinder auszeichnet, die dann von so einer Schule kommen. Sie wissen, was sie wollen. Vielleicht nochmal auf die Eltern zurückzukommen, was der Gerald schon erwähnt hat, diese Phase, die da auftritt bei den Kindern, wo sie nicht so richtig wissen, was sie zu tun haben, die ist natürlich für die Eltern eine doppelte Belastung, weil sie sind es gewohnt, dass es ständig Rückmeldung gibt, dass sie in irgendeiner Form nachvollziehbare Leistungen nach Hause bringen, die Kinder, und wenn das nicht der Fall ist und die Eltern dann nervös werden und die Kinder anfangen und zu fragen, was machst du denn jetzt den ganzen Tag, was tust du eigentlich, dann verlieren möglicherweise die Kinder auch die Freude daran, in diesem System der freien demokratischen Schule sich zurechtzufinden. Und genau darum geht es eben, dass man die Eltern aufklärt von vornherein und sich auch wirklich zusammensetzt und schaut, ist das für alle ein gangbarer Weg? Sind alle da bemüht, das Kind so zu unterstützen, dass es sich da entfalten kann? Ja, gibt es da Fragen zu? Herzlich willkommen. Einfach in den Warteraum reingehen. Jenne, gibt es bei dir eine Anregung dazu? Ja, also die, nicht vielleicht jetzt dazu, ja, also das geht so weit zurück in der fünften Generation dumm gezüchteter Lemminge, sage ich immer. Ne, wir sind da reingeboren hier und das ist immer weitergegeben worden. Die ersten, die haben es noch schwer bekommen, ne, und dann haben sie es den Kindern schon weitergegeben, dass denen das erst gar nicht widerfährt, was hier läuft. Und aber das ist das, also ja, ich bin auch an der Lösung und freue mich darauf, dass es endlich anders geht und auch ausgesprochen wird und der Raum da geschaffen wird, dass das endlich auch ne, jeder endlich verstehen kann und sehen kann, ja. Ja, danke für den Einwurf der Lemminge, Jenne. Es ist genauso, wie du sagst, und den Satz habe ich oft gehört, der Eltern oder der Großeltern, den Schulanfängern gegenüber, ja, ich habe das auch geschafft, also wirst du es auch überstehen. So dieses gehört einfach dazu, hinterfrag's nicht, mach's. Und genau das ist aber etwas, was in unserer Gesellschaft, und die wird zusehends demokratischer werden. Es werden die Leute sich weniger auf die großen Parteien verlassen wollen, sondern wirklich ihre Stimme gehört haben wollen im Parlament, in den lokalen politischen Vertretern, dass sich jeder bewusst ist darüber, welche Rolle er spielt in diesem demokratischen System, in dem wir leben, und die auch sehr bewusst dann lebt. Ja, es gibt immer auch wieder ein Sprichwort, ich glaube, ich bin heute der Sprichwortmensch. Man fragt ja immer den Kindern, wenn du groß bist, was möchtest du mal werden? Ich finde das schon traurig, dass man diese Frage stellt, weil ein Kind ist schon was. Und ich finde, man sollte die Kinder anders auf diesen Schritt vorbereiten, weil jeder ist ja schon was, oder? Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich, weil heutzutage ganz viel Identifikation mit dem Beruf passiert. Also was ist jemand, ist ja meistens synonym mit was tut er gerade beruflich. Und das ist im Grunde ja nicht das, was den Menschen ausmacht in seinem Innersten. Das ist ja nur ein winziger Teil von dem, was den Menschen als Gesamtes ausmacht. Und vielleicht ist ja sogar das, was er macht, beruflich nicht einmal etwas, was er machen möchte oder was er gern macht, sondern er macht's halt, weil er sonst nicht so gut verdient oder wie auch immer die Umstände gerade sind. Jedoch sich tatsächlich
damit zu identifizieren, was man aktuell beruflich macht, ist, finde ich, ein gefährlicher Trugschluss. Absolut. Abgesehen davon, dass man nicht davon ausgehen kann, mehr, dass man sein Leben lang wieder den gleichen Beruf macht oder in der gleichen Sparte bleibt, sollte man ja viel mehr darauf achten, was sind eigentlich jetzt meine individuellen Fähigkeiten? Wie kann ich die in einer Gesellschaft möglichst nutzend einsetzen? Ja, bin ich jetzt besonders begabt als Kommunikationsmensch oder kann ich besonders gut irgendwelche komplexen Probleme lösen? Das zu erkennen, eröffnet dann andere Möglichkeiten, in verschiedensten Sparten sich zurechtzufinden und dort dann dementsprechend einzubringen. Ja, ich würde sagen, wir ziehen mal unsere User hier hoch, weil wir sind ja noch in den Prinzipien und Situationen, wenn ich das mal so sehe. Und wir haben ja auch noch die Geschichte des Einblicks, also Geschichte und Einblick, was du zwar schon von Anfang an in meiner kurzen Erwähnung gesagt hast. Vielleicht gehen wir da heute Abend auch noch mal ein bisschen drauf ein. So eine Art offenen Talk steht euch den gegenüber offen. Ja, gern. Dann machen wir das doch mal. Hoffen wir mal, dass der ein oder andere mal was sagt hier heute Abend. Und ich begrüße hier die Lin einmal bei uns, den Franz Leopold, Bela bei uns, der Burkhard ist bei uns, die Jura ist momentan auf taubstumm. Und ist denn von euch wer am Mikrofon? Und wer nicht hier oben sein möchte, kann sich natürlich wieder herunterklicken, weil wir wollen hier keinen nötigen zum Reden. Aber die Lebendigkeit ist sicherlich interessant. Auch eure Meinungen oder Ansichten. Vielleicht seid ihr ja selber Eltern mit Kindern. Und daher ist diese Sendung vielleicht auch eine gute Sendung für euch daheim. Und sag nochmal Lin, guten Abend, Franz Leopold, Bela, Burkhard, Jenne gerade gehört und Krypto TV ist bei uns auch da, ein TV-Sender, der vielleicht auch Erfahrung hat in der Berichterstattung. Wer ist denn von euch am Mikrofon? Einmal mal flackern mit dem Mikrofon. Da ist Krypto TV da, das ist schön. Sonst sehe ich noch kein weiteres Mikrofon. Dann sage ich guten Abend, Krypto TV. Ja, hallo, grüß euch miteinander. Meine Frage ist ja, bei den Kindern von Mitbestimmungsrechten, du hast es ja schon mal angesprochen, Klaus, Kinder werden auch nicht ganz so als mündig wahrgenommen. Es fehlt ihnen ja doch eine gewisse Lebenserfahrung. Und gibt's, wo sind die Grenzen beim Mitbestimmungsrecht in dieser demokratischen Schule? Wo sind die Grenzen beim Mitbestimmungsrecht? Also grundsätzlich die Grenzen, die ganz klar umrissen sind, sind die der Gesetzgebung im Staat. Also wenn wir jetzt in Österreich, gibt es ja leider noch keine freidemokratische Schule, jedoch würden wir jetzt eine errichten, dann wären einmal grundsätzlich, wo sich alles bewegen muss, ist einmal innerhalb der Gesetze Österreichs klarerweise und dann noch spezifischer innerhalb der Gesetzgebung, was Schulen betrifft. Alles, was sich innerhalb dieses Raumes bewegt, dürfen die Schüler und Erwachsenen zusammen dort demokratisch beschließen. Das heißt, sie müssen auch sämtliche Regeln des Zusammenlebens beschließen, weil es geht ja im Grunde darum, die individuelle Freiheit zu maximieren, die jedoch nur dann maximiert werden kann, wenn die eigene Freiheit dort endet, wo die des anderen beginnt. Also muss es auch klare Regeln geben gegen Übergriffe, gegenüber anderen. Und noch dazu müssen diese Regeln dann auch gemeinsam durchgesetzt werden, also auch Konsequenzen gesetzt werden, wenn Verletzungen passieren. Ah, okay. Eine Frage auch noch, welche Lehrkörperschaften werden denn da dann angeboten? Ist da so Mathematik und auch Schriftverkehr mit drinnen und gibt es da Zusatzfächer, die in den anderen Schulen noch nicht gegeben sind? Ja, absolut. Also jedes Fach ergibt sich eigentlich durch das Interesse der Kinder oder der Schüler. Man hat natürlich als Lehrkörper die Möglichkeit, etwas anzubieten, aber es gibt kein Fach in dem Sinn, das jetzt irgendwo abgeprüft wird oder so. Nein, ich glaube, da ist jetzt ein kleines Missverständnis gerade. Es gibt kein Fach, das fix existiert in dieser Schule.
jegliches Fach bzw. jeglicher Kurs, jeglicher Unterricht kann nur dann entstehen, wenn die Schüler von sich aus hergehen und sagen, wir möchten dieses und jenes gern lernen, bringt es uns bei. Und praktisch hat sich gezeigt, dass so eine klassische Unterrichtsform wenig Verwendung findet, schon immer wieder vorkommt, jedoch das meiste Lernen ohne solchen Unterricht passiert. Sei es durch gegenseitiges Lernen unter den Schülern, sei es durch informelle Gespräche, durch einfache Erfahrung, indem man etwas selbst probiert. Und manche wissen auch gar nicht, wie sie sich manche Sachen angeeignet haben, so wie manche lesen können, aber im Nachhinein nicht mehr sagen könnten, wie oder wann sie das gelernt haben. Vielleicht nochmal, um zurückzukommen, also die Kinder bitten quasi, oder wenn sie sich in einer Gruppe zusammenfinden und das Gefühl haben, sie möchten jetzt spezifisch Algebra lernen in den nächsten Wochen, dann wird sich jemand aus dem Lehrkörper finden, um das ihnen beizubringen. Und vielleicht nur, um das zu ergänzen, natürlich kann der Lehrkörper nie jegliches Wissen abdecken, was vielleicht gefragt werden würde. Darum gibt es auch immer wieder die Möglichkeit und was auch gemacht wird, dass wenn jetzt niemand vor Ort an der Schule ist, der sich damit auskennt, was gefragt wird, man extern schaut, okay, wen können wir holen, um das den Schülern weiterzugeben. Es bilden sich dann also verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe interessiert sich jetzt vielleicht für Schriftverkehr, die andere Gruppe vielleicht für Geschichte. Besteht da nicht die Gefahr, wenn zu viele Gruppen dann entstehen, wo dann in jeder Gruppe weniger Kinder sind, dass dann auch die Lehrkörper, also die Lehrer selbst, dann auch generell zu wenig werden? An sich nicht, weil man unterschätzt ja, was die Kinder in ihrer eigenen Motivation sich beibringen und wie weit sie dann befähigt sind, sich Informationen zu holen, sei es aus dem Internet, sei es aus der Bibliothek oder eben, wie der Geri schon gesagt hat, dass man wirklich, wenn man einen Spezialisten braucht, jemanden von außen hinzuzieht. Dazu kommt noch, dass ja durch den jahrgangsübergreifenden Unterricht, wenn man so nennen will, oder das Prinzip, die Älteren auch immer Ansprechpartner sind für die Jungen. Also man kann sich ja seinen kompetenten Ansprechpartner innerhalb der ganzen Schule aussuchen, ob das jetzt jemand ist, der normalerweise in der Küche arbeitet oder vielleicht die Hausfrau von nebenan, weil die gerade so super stricken kann und deshalb auch Kinder gerne lernen möchten, das steht alles frei. Ich glaube, mir kommt vor, dass man sich noch nicht so konkret vorstellen kann, wie das wirklich ausschaut in der Praxis, aus unseren Ausführungen bisher. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil das ein bisschen schwierig zu transportieren ist, weil ihr das, wie gesagt, etwas darstellt, was wir so noch nicht kennen. Man könnte, also viele Eltern, die so eine Schule besuchen, zum ersten Mal sehen, beschreiben es so, das kommt ihnen vor, als wären sie an einer Schule, wo die ganze Zeit Pause ist. Wie gesagt, es steht jedem frei, der dort ist, die Tätigkeiten auszuüben, die er mag. Das heißt, die zwei Hauptlernfelder, die dort typischerweise passieren und wo tatsächlich am meisten gelernt wird, wie man beobachtet hat, sind Spiel und Dialog. Kinder spielen für ihr Leben gern, auch viele Erwachsene, zähle ich mich auch dazu. Und tatsächlich lernen die Kinder durch diverse Spiele ganz viele entscheidende Sachen, die sie brauchen. Viele zum Beispiel auch das Lesen und Schreiben, weil sie es eben für ein Spiel brauchen. Da kommt plötzlich etwas ins Spiel, sie haben eine Motivation, etwas zu lernen. Sie müssen, um jetzt zum Beispiel ein Kartenspiel, auf dem ganz viel Text steht, spielen zu können mit den anderen, müssen sie den Text lesen können und verstehen. Und da gibt's noch viele andere Beispiele mit irrsinnig vielen verschiedenen Spielen, was die Kinder rein durch diese scheinbar nicht lehrhafte Tätigkeit sich aneignen. Und genauso, was ganz extrem unterschätzt wird, ist das Gespräch, der Dialog, weil sich hier Menschen einfach begegnen können und über ihre Interessen sprechen können mit anderen, sich austauschen und dadurch andere wieder irrsinnig inspirieren. Weil jeder
der gerade irgendetwas, was ihn total fasziniert, kennengelernt hat, wird es natürlich sofort zu seinen Freunden tragen und sagen, ah, schaut's doch, was ich gerade gefunden habe, ah, das müsst ihr euch anschauen, das ist total interessant. Und so kommen Prozesse in Schwung, dass Kinder mit ganz vielen Sachen in Berührung kommen, wo man nicht darauf wetten würde, dass sie jemals in Berührung kommen würden, wenn man es ihnen nicht von außen aufzwingt. Also nur um das kurz vielleicht zu beschreiben und griffiger zu machen. Und bitte gerne fragen, wenn es noch Unklarheiten gibt. Ja, gibt es da zu Unklarheiten? Mal kurz in die Runde. Anscheinend nicht. Der Roman hat gerade von CryptoTV gesagt, ja, wegen dem Pädagogen. Ich sage immer, heutzutage ist es doch so, dass in den Systemschulen, wenn man sich die Anzahl der Klassen anschaut, die Pädagogen überfordert sind. Wir haben heute auf jeden Fall zu wenig Pädagogen nach dem bisherigen System, wie wir es leben. Und wenn man im Gegensatz dann das sieht, da kann auch mal die Nachbarin kommen, die gerade strickt, und ja, die Putzfrau, die zeigt, wie man putzt, weil putzen ist auch ein, darf man lernen. Ne, wir wissen das, ne, die Fenster putzen, wie kann man es am besten machen, nur so banale Beispiele. Dann ist das eigentlich eine Bereicherung, wenn wir großen Erwachsenen was anbieten können, was wir gelernt haben, und parallel entdecken auch die Erwachsenen, was wir auch von den Kindern lernen können. Was ja momentan in einer Struktur in den Schulen so ist, dass der, wie wir schon festgestellt haben, der Lehrer das Sagen hat und die Kinder müssen auf Deutsch gesagt parieren. Und da ist ja diese Schere, die da ganz extrem man für so, finde ich, auseinandergeht. Und ein Miteinander ist dann besser wie eine Einsamkeit, also gemeinsam statt einsam, so sagt man ja auch. Und jetzt sage ich ganz einfach, die Klassen werden immer größer, das ist so, und die Lehrer haben immer mehr Druck. Ich kenne persönlich in meinem Freundeskreis Pädagogen, die das bestätigen und auch in vielerlei Hinsicht oft maßlos in der Form überfordert sind, weil auch die Kinder nicht den Fluss irgendwie richtig finden, die Freude, den Spaß und so weiter. So lasse ich einfach mal im Raum stehen und nur gebe das Mikrofon an wen der möchte. Okay, dann ist, wie du sagst, ja, es fehlt oft an Mangel. Es ist so, es gibt ja die Kooperation. Also in Österreich haben sie schon viele solche verschiedene Schulformen etabliert. Ich habe zum Beispiel schon mal Sprachrohr an Franz Josef Neffe gegeben, der hat da die Ich-Kann-Schule und Nicht-Ich-Bin-Schule entwickelt. Dann habe ich meinen Gerald Hütter als Sprachrohr gegeben. Und dann gibt es ja noch die Leis-Schule. Also ich finde, die Leis-Schule ähnelt ja eurer Schulform ja auch sehr. Habt ihr auch so, tauscht ihr euch untereinander aus, wie mit Gerald Hütter, Franz Josef Neffe und so weiter, und tauscht ihr doch auch Erfahrungen aus, dass dann diese Erfahrungswerte dann nicht in Überforderungen ausarten, sondern in Erfahrungen? Also aktuell würde ich jetzt nicht einen direkten Austausch benennen, jedoch informieren wir uns natürlich gerade bei solchen Männern wie jetzt Gerald Hüther, der ganz, ganz wichtiger Neurowissenschaftler ist und ganz wichtige Erkenntnisse einfach in die Welt hinaus trägt, und auch bei anderen internationalen Koryphäen, sage ich mal, die alle im Grunde bestätigen, dass dieses System funktionieren kann, warum es funktionieren kann und dass es tatsächlich immer wieder nachgewiesen ist, dass das sinnvoll ist, es so zu machen. Ja. Aber jetzt aktuell sind wir nicht im direkten Dialog mit diesen Menschen. Ja, wie ist der Stand momentan in Österreich? Ihr habt gesagt, dass es die erste demokratische Schule ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das wäre die erste freie demokratische Schule, das ist richtig. Es gibt natürlich andere Schulen, die nach ähnlichen Prinzipien funktionieren. Zum Beispiel die Schülerinnenschule im WUK in Wien oder die Lernwerkstatt im Wasserschloss, wo auch durchwegs
die Kinder selbst entscheiden können, welche Inhalte sie lernen. Ja, wobei in Österreich, also bei allen Schulen, über die ich mich so informiert habe, unter anderem auch diese, habe ich gesehen, dass das halt die Selbstbestimmung stark eingeschränkt ist auf gewisse Gebiete. Also nachdem es in Österreich ja immer auch das Problem ist, dass man gewisse Standardisierung fordert, das ist ein internationales Problem, nicht nur in Österreich, eine Standardisierung, eine gewisse Benotung zu gewissen Zeitpunkten nach einem gewissen Standard in gewissen Fächern, die alle standardisiert sind, haben die Schulen halt, um dem nachkommen zu können, um den gesetzlichen Rahmen zu genügen, auch irgendwie dorthin zu arbeiten, und das schränkt dann wieder die Freiheiten einigermaßen ein. Also es ist zu beobachten, dass viele Schulen Schritte gehen in diese Richtung der freien demokratischen Schule. Alles bewegt sich sozusagen langsam auf diesen Punkt zu, aber es ist noch keine Schule in Österreich wirklich dort angekommen. Und erst wenn alle Elemente zusammenkommen, kann dieses Besondere entstehen. Es ist so ähnlich wie ein Gipfel, der erreicht wird auf einem Berg. Erst ganz oben hast du die volle Aussicht. Erst ganz oben kann das Modell als Ganzes vollgreifen. Es ist zwar schön, dass sich die Entwicklung zeigt, dass alles auf diesem Weg ist, jedoch könnten wir auch gleich den Schritt gehen. Ja, vor allem, was nicht gelebt wird bis jetzt, ist natürlich das demokratische Prinzip, dass man sagt, die Schülerinnen und Schüler haben wirklich das volle Mitbestimmungsrecht innerhalb der Schule. Ja, ich finde, das stärkt auch das Kind schon von Grund ab an, auch wenn es schon jung ist, und lernt damit auch, ich darf mitreden. Ich bin ja auch der Otto, die Maria, die Anja, der Emil oder wie auch immer. Und hey, ich darf noch mitbestimmen. Das gibt ja auch ein Selbstbewusstsein. In Österreich haben wir keine Schulpflicht. Das ist schon mal gut. Was in Deutschland anders ist, wir haben eine Lernpflicht. Und ihr habt schon richtig gesagt, und selbst in dieser Lernpflicht muss man gewisse Gesetze ausüben, indem gewisses nachweislich nach außen hin, ja, wohin auch es auch, wer das prüft, das weiß ich gar nicht, abgegeben werden muss, damit diese Schule überhaupt auch existieren darf. Wir haben schon vor gut 1,5-2 Jahren mal die Freilerner bei uns gehabt, die haben davon berichtet. Genau, also aktuell ist es noch immer so, dass Unterrichtspflicht besteht, und wenn man sein Kind für häuslichen Unterricht abmeldet, so wie das die Freilerner ja auch machen, dann ist man verpflichtet, eine Feststellungsprüfung zu machen, jährlich, ob das Kind den entsprechenden Lerninhalt beherrscht, ja, der vorgesehen ist laut Lehrplan vom Unterrichtsministerium. Dass das vielleicht nicht ganz in das Konzept passt, ist natürlich auch verständlich, weil, so wie wir vorher schon erwähnt haben, sind Kinder nicht in jedem Alter gleich aufnahmefähig. Man denke mal an seine eigene Jugend zurück, wo man in der Pubertät vielleicht an alles andere gedacht hat als an Algebra oder darstellende Geometrie. Trotzdem hat man sich da in irgendeiner Form durchgekämpft oder durchkämpfen müssen. Und das ist der Punkt, der uns am Herzen liegt, oder muss sagen, das ist so die Grundlage der demokratischen Schule. Wenn ich mich nicht bereit fühle, einen Inhalt zu erschließen für mich selber, dann mache ich das nicht. Und was ich auch hinzufügen möchte, was ja auch die Freilerner betrifft, Standardisierung ist ja eine wunderbare Sache, wenn es um technische Probleme geht. Also alles, was jetzt mit Technik zu tun hat, sei es Maschinen, Software, was auch immer, ist Standardisierung eine super Sache, um Kompatibilität zu gewährleisten. Was Menschen betrifft, zu versuchen, diese zu standardisieren, das geht meistens nicht so gut aus, und ich sage mal, auch wir in Österreich haben da schlechte Vorerfahrungen historisch. Es hat nach dem Zweiten Weltkrieg glücklicherweise nachgelassen, die Tendenz zu versuchen, den Menschen zu standardisieren und nicht in den Standard passendes auszumerzen. Jedoch, wie gesagt, in der Schule passiert es mehr und mehr, dass man noch mehr standardisieren will, mehr Standardisierung hineinbringen will. Jedoch
bräuchten wir heutzutage wieder das Gegenteil davon, weil es eben nicht dem Menschen entspricht. Wie ist denn die Geschichte von Österreich und den Schulen? Warum ist der Unterschied? Vielleicht habt ihr da eine Antwort. In Deutschland gibt es ja, wie gesagt, nur die Schulpflicht. Kinder werden abgeholt, wenn sie schulverweigert sind von der Polizei, statt die Lernpflicht. Warum ist der Unterschied in Österreich Lernpflicht, Schulpflicht? Gibt es da auch Hintergrundinformationen zufällig? Ja, also keine konkreten, warum es entstanden ist, jedoch dann in der Zeit entstanden, als sich Österreich eigenständig gemacht hat, also das Deutsche Reich und dann Österreich voneinander getrennt existiert haben, hat sich auf jeden Fall das herausgebildet, ist auf jeden Fall noch in Verfassungsteilen festgehalten, die auch heute noch gelten, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, dass eben dieser häusliche Unterricht dem klassischen Schulunterricht gleichgestellt ist. Jedoch warum das so entstanden ist, ist jetzt nicht wirklich nachvollziehbar, zumindest für mich. Möglicherweise die Privatlehrer der Aristokratie aus dem Zeitalter, dass es darauf ein bisschen basiert noch. Ja, wobei das in Deutschland ja im Grunde jetzt nicht viel anders war. Also wie gesagt, könnte jetzt kein gutes Argument dafür finden. Na, das passt schon. Argument ist vielleicht für mich, aber das unter Vorbehalt, dass die Eltern sofort gesehen haben, dass wir auch alt genug und reif genug sind, unsere Kinder selber zu lehren und das vor allem, was wir lernen wollen. Ist aber nur eine Hypothese. Ich frage nochmal in der Runde, Lin ist bei uns, Franz Leopold ist bei uns, Bela Burkhardt, Jenne, KryptoTV, Mr. von eurer Seite Anregungen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eure Stimmen zur Sendung. Mal flackern mit dem Mikrofon. Da ist der Jenne. Der Jenne, der wartet schon. Gut, Jenne, dann für dich das Mikrofon. Ja, ich hatte das vorhin schon, als KryptoTV das angesprochen hatte mit den Grenzen, wo die Grenzen denn liegen. Und dann kam ja dieses Eingeschränkte und da kam mir dann auch die Frage, kann die denn frei sein, wenn sie eingeschränkt wird? Ja, deswegen sagen wir, es gibt an sich keine Grenzen. Also die Gesetzmäßigkeiten, die in den jeweiligen Ländern vorliegen, darauf hat sich ja das Volk als Ganzes geeinigt und die kann man nicht einfach überschreiten. Das ist klar. Was innerhalb der Schule passiert, das obliegt den Kindern bzw. dem Lehrpersonal. Die stimmen ja gemeinsam ab und sind auch dann gemeinsam dafür zuständig, dass es dementsprechend eingehalten wird. Ja, natürlich unterliegt man immer einer gewissen Einschränkung, weil ja in der größeren Gemeinschaft des Staates Österreich bzw. der Europäischen Union uns befinden und klarerweise uns diesem Rahmen fügen müssen, weil das ja wie gesagt etwas ist, zu dem sich die Gemeinschaft entschlossen hat. Natürlich kann man jetzt noch darüber diskutieren, wie frei ist unsere Demokratie, in der wir uns bewegen, aktuell denn wirklich, und da kann man natürlich definitiv darüber diskutieren. Und es ist nun mal so, wie ich auch gemerkt habe und auch durch die Recherche in der Literatur gesehen habe, alle auf der ganzen Welt sind im Grunde auf einem Weg. Unsere Demokratie, weder unsere noch die irgendwo anders auf der Erde, ist schon dort, wo sie sein könnte oder sollte, nach den Grundsätzen, die sie sich eigentlich aufgelegt hat, sei es die Menschenrechte oder Unabhängigkeitserklärungen und so. Das sind alles Entwicklungen. Wir befinden uns nach wie vor in der Entwicklung unserer Demokratie und natürlich haben wir jetzt mit der Einschränkung des aktuellen Status einfach zurechtzukommen. Ja, in Österreich, sag mal, seitdem die EU dabei sind, schon viele Rechte, Neutralität in Frage zu stellen, wenn es darum geht, politisch. Ja, und da hat sich schon was gewandelt. Österreich habe ich kennengelernt im Jahre 2005. Vorher war ich nie in Österreich, empfinde aber das Land als sehr positiv für mich, meine Erfahrung, die ich hier machen durfte, weil die Menschen einfach für mich auf jeden Fall gegenüber Deutschland, das heißt, es ist jetzt kein Stempel abzugeben gegenüber den Deutschen, um Gottes Willen, aber hier ist das soziale Miteinander intensiver. Das liegt vielleicht auch daran, was Österreich ein kleineres Land ist. Deutschland hat 80 Millionen Einwohner und
ja, ist halt ein unterschiedliches Land, andere Kulturen und so weiter. Es sind ja verschiedene Ursachen, warum ein Land so ist, wie es ist. Und die EU hat meines Erachtens schon auch mehr Abhängigkeit oder weniger Mitspracherecht auch dem Land Österreich mitgegeben, aber auch anderen EU-Ländern. Und wenn man von demokratischen Strukturen redet, sollte man auch erstmal verstehen, was Demokratie bedeutet. Und ich habe gesehen, Bela hat gerade das Mikrofon zumindest geflackern lassen. Ich frage einfach mal an, Bela, bist du da? Guten Abend. Nein, das muss wohl irgendwie eine Fehlfunktion gewesen sein. Ich habe ja kaum was mitbekommen, weil ich was anderes von anderen woanders war. Okay, ich habe das nur gesehen. Passt schon. Und du bist auch herzlich willkommen in dieser Sendung, wenn du dein Ohr hier hast. Es geht ja heute um unsere demokratischen Schulen. Eine Schule in Österreich, die ist schon gegründet. Wie hat denn die Beantragung dieser Schule so, war das einfach so ohne Probleme? Wurde das einfach sofort anerkannt oder gab es da auch Auflagen? Mal diese Frage. Die Schule ist noch im Gründungsstatus. Also aktuell geht es noch darum zu klären, inwieweit man dieses Prinzip durchsetzen kann, weil ja eben die Auflagen bestehen, dass sich eine Schule nach einem gewissen Lehrplan zu richten hat. Das muss noch geklärt werden restlich. Ich sag, da ist schon noch ein weiterer Weg vor uns. Also von der Gründung sind wir definitiv noch ein gutes Stück entfernt. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir einfach auch Menschen brauchen, die das System kennenlernen, die sehen, dass dieses Modell tatsächlich etwas Gutes ist, was sowohl gegenwärtig als auch zukünftig funktioniert und die auch den Antrieb haben, das ins Leben zu rufen, weil für so ein Projekt, gerade am Bildungssektor, der jetzt in Österreich nicht zu den beweglicheren gehört, da bedarf es einiger Anstrengungen und da bedarf es auch noch einiger Menschen, sage ich einmal, die sich einfach dem anschließen möchten. Ja, da wäre manchmal eine Frage gewesen, Menschen braucht ihr auf jeden Fall. Ihr seid jetzt in der Steiermark in Graz zu Hause. Wie kann man denn euch kontaktieren, wenn Menschen jetzt sagen, das klingt für mich sehr interessant, wie kann ich mich einbringen? Was ist die Grundvoraussetzung, Zeit zu haben oder gibt es da Treffen oder wie funktioniert das bei euch? Ja, im kleinen Kreis treffen wir uns und sind natürlich alle herzlich willkommen, die mal dabei sein möchten, am besten per Mail Kontakt aufnehmen unter FDS, also wie Freie Demokratische Schule, _graz@gmx.at. Ja, wunderbar. Bela, du solltest dein Mikrofon mal stumm machen. Ich sehe nämlich immer, dass du flackerst, das irritiert, oder mitreden. Ja, ich habe vorhin CryptoTV, bitte. Ja, danke. Ich interessiere mich ja auch schon lange für verschiedene Schulwesen. Angefangen also bei mir auch mit Interesse von den Freilernern. Da habe ich erkannt, dass das gut funktioniert anhand von André Stern oder den Kindern von der Dagmar Neubronner. Nur dies bedarf halt wiederum Eltern, die was auch freier sind, also nicht so selbst in Arbeitswesen eingebunden sind, dass sie sich dann ihren Kindern widmen können. Darum bin ich dann zum Beispiel zu Eduard Kahn gestoßen mit der Leis-Schule. Und da würde mich interessieren, seid ihr da ziemlich gleich oder gibt es da gravierende Unterschiede zur Leis-Schule und zu den demokratischen Schulen? Also, soweit ich mich beschäftigt habe mit den Leis-Schulen und ich habe auch selber mal einen Kurs bei der Leis-Schule in Klagenfurt besucht. Jedoch muss ich ehrlicherweise sagen, mir ist nicht ganz klar, welches System sie dort wirklich verwenden. Ich weiß nur so viel, dass sie sich von der Schädinenschule in Russland sehr stark inspirieren haben lassen und von Schaubildarbeit und sowas, was sie dort machen. Ich kann jetzt im Grunde nur über das Modell, was ich kenne, also die Schädinenschule, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Das ist so, dass es grundsätzlich vom System der Wissensvermittlung sehr gut geworden ist. Also
wirklich Hut ab, muss ich sagen. Die Problematik und der Unterschied ist ganz einfach, dass dort ja das Wissen ganz klar definiert ist, das zu erwerben ist. Dort geht es strikt ganz einfach darum, das Matura-Wissen in allen relevanten Matura-Fächern sich anzueignen. Und das ist in einer freien demokratischen Schule einfach nicht gegeben. Dort gibt es die Vorgabe nicht, was jemand zu wissen hat. Es geht an einer freien demokratischen Schule am Ende darum, die Frage, was wollen wir eigentlich, welche Menschen sollen am Ende herauskommen. Im Grunde geht es darum, selbstständige, verantwortungsbewusste Menschen, die in der Gesellschaft gut leben können, zu produzieren, um so mal zu sagen. Und das schafft die freie demokratische Schule sehr gut. Und dadurch wird auch eine Individualisierung möglich, wie es jetzt an der Schädinnen-Schule nicht so herauskommt, behaupte ich einmal, ohne jetzt schon vor Ort gewesen zu sein oder so. Okay, Roman, gibt es da noch was zum Nachfragen? Na, einstweil noch nicht. Ja, jetzt habe ich vorhin schon was angesprochen. Es ist ja mittlerweile auf dem Vormarsch auch in Österreich, obwohl das viele Eltern vielleicht noch gar nicht wissen, das ist die Frühsexualisierung in den Schulen und das ist faktisch in Deutschland schon fix drin. Wie steht ihr denn dazu, zu diesem Thema? Du meinst, dass es ab der dritten Klasse einen Sexualunterricht gibt? Ob das in der dritten Klasse ist in Deutschland, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ziemlich früh schon. Man heißt sogar schon, im Kindergarten soll man das anwenden. Man sagt sogar in dieser Frühsexualisierung, die Grünen haben sich das ganz groß auf der Matte geschrieben, in Deutschland vor allem. Auch in Österreich wird da schon drüber gesprochen, auch die Grünen, dass man sogar die Kinder schon im frühen Kindesalter, schon nach der Geburt, ziemlich viel angreifen soll und auch vor allem an den Geschlechtsteilen schon stimulieren soll. Ich finde das pervers. Ich habe es vorhin schon gesagt und das ist für meine Meinung, das gehört meines Erachtens nicht in dieser Form in der Schule rein, an Sexualunterricht, eine Aufklärung zu machen. Ja, gut, eine Frau wird irgendwann zu Frau und ein Mann wird auch irgendwann zum Mann und dafür muss man auch schon wissen, was man ist. Und wenn jemand schwul ist, ist jemand schwul und wenn jemand lesbisch ist, ist jemand lesbisch. Das darf man auch anerkennen, aber dass man den Mann entzieht und die Frau schon entzieht. Ich glaube, da sind meines Erachtens Grenzen übergriffen. In den 80er Jahren hätte da jemand das Thema angebracht, die wären weggesperrt geworden. Und heute ist es mittlerweile schon ein Fach, was gelehrt wird und das schon in ziemlich frühen Schuljahren, vielleicht sogar Kindergartenjahren. Und Bilderbücher werden gemalt mit pornografischen Darstellungen von Penis, Ablichtungen und solche Dinge. Ja, und da sage ich, das gehört meines Erachtens nicht in der Form unterrichtet. Aber wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr denn zu diesem Thema für eine Meinung? Ja, also ich finde, dass das genauso unsinnig ist, von außen vorzugeben, wie das meiste andere, was von außen vorgegeben wird. Und das ist das Schöne an dem freien demokratischen Schulmodell. Es wird von außen kein Unterricht vorgegeben. Es wird nicht von außen ein Sexualunterricht zu einem gewissen Alter vorgegeben. Es passiert eben in der Entwicklung eines Kindes, dass es irgendwann anfängt, Fragen zu stellen, je nachdem seiner Entwicklung entsprechend. Also jüngere Kinder noch naivere Fragen, die jetzt noch nicht so ins Detail gehen, und ältere Kinder wollen dann schon mehr wissen. Die sind da, je nachdem wie stark die Hormone halt schon mitspielen, stärker interessiert an gewissen Themen. Und nachdem das eine Schule ist, in dem sehr viel Dialog untereinander einfach betrieben wird, wird darüber im Grunde ganz normal gesprochen, wie es unter Erwachsenen auch gesprochen werden würde. Jedoch halt mit dem einzigen Unterschied, dass die Gesprächspartner halt gewisse Erfahrungen noch nicht haben, aber sonst im Grunde immer auf Augenhöhe behandelt werden und nicht versucht wird von oben, dieses und jenes hast du jetzt zu wissen, sondern aha, das interessiert dich, okay, was kann ich dir dazu sagen? Also grundsätzlich glaube ich, dass unsere gesamte Gesellschaft übersexualisiert ist und
dass wir ständig damit konfrontiert sind und besonders auch die Kinder Inhalte mitbekommen, die für sie in keiner Weise adäquat sind, von pornografischen Darstellungen über Ausdrücke, die ich schon gehört habe von Achtjährigen, mit denen sie ganz sicher eigentlich nichts anfangen können. Aber es schwirrt dann irgendwie im Kopf herum und es ist auch verständlich, dass sie dann wissen wollen, was ist das eigentlich oder warum finden das jetzt andere irgendwie interessant. Und wenn man dem so entgegnet, oder so wie das der Gary auch gesagt hat, Kinder haben halt mal ein natürliches Interesse und wollen Sachen begreifen, wollen wissen, warum hat mein Papa einen Penis, warum habe ich einen Penis, warum meine Mama nicht. Ja, das sind die ganz natürlichen Zugänge zur Sexualität und die sollten auch weitestgehend im Elternhaus gefördert und so ein Grundstein gelegt werden, dass die Kinder natürlich damit umgehen können. Dass das dann von außen in einer Schule also vorgelebt wird und geschweige denn jetzt auch Kinder angegriffen, das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ja, ist aber so. Gibt diese Praktiken, gibt genug Material darüber und es ist wirklich schlimm. Und Angebote kann man ja sicherlich machen in den Schulen, wenn man sowas nachgehen möchte, aber ab einem gewissen Alter, wenn die Kinder vielleicht neugierig werden, man soll selber entscheiden dafür. Aber was passiert, wenn in Österreich jetzt diese Auflage auch durchkommt und die Grünen haben das schon auf ihrem Wahlprogramm in Wien gehabt? Also das sind leider Aussagen, die richtig sind. Naja, grundsätzlich sind in so einer Situation auch die Eltern und die Elternvertreter gefragt, dass sie sagen, inwieweit will ich das meinen Kindern wirklich zumuten, inwieweit will ich die Sexualkunde ihnen selbst beibringen. Und wenn man sich das anschaut, sind die Eltern an sich immer am längeren Ast, weil es gibt Initiativen und es gibt Zusammenschlüsse, die den entsprechenden Druck auf die Politik ausüben können, um solche Gesetze schnell wieder vom Papier zu löschen. Also für mich ist es nur ein weiteres Zeichen dafür, wie weit wir uns in allen möglichen Dingen jetzt auch im Bereich der Sexualität von einem natürlichen Zugang entfernt haben, dadurch, dass wir versuchen, etwas von außen zu beschulen. Das ist für mich ziemlich absurd. Ja, Genderwahn sagt man dazu. Und wer war da mit dem Mikrofon am Flackern? Der Roman, bitte. Ja, die Entscheidungsfreiheit der Eltern, ich muss einmal wieder nach Deutschland zurückgehen, was der Klaus auch schon angesprochen hat, da mussten ja schon Eltern wirklich ins Gefängnis gehen, weil sie nicht wollten, dass in der ersten Schuljahr den Kindern schon Sexualkunde unterrichtet wurde und ihnen angeboten wurde, überleg dir doch mal, ob du vielleicht auch dein Geschlecht vielleicht verändern willst. Manche Kinder haben dies nicht ertragen, sind dann einfach aus der Klasse geflohen, also hatten dann Fehlstunden. Die Eltern haben das mitbekommen, haben sich dann aber für die Kinder eingesetzt und mussten dann wirklich ins Gefängnis wandern. Also die Gesetzeslage ist immer abhängig von der Gesetzeslage. Mal schauen, wie es in Österreich wird. Und ihr seid ja dann auch von der Gesetzeslage abhängig, wie weit ihr gehen dürft, oder? Ja, natürlich. Also müssen wir gewissen Gesetzen folgen. Was allerdings der große Unterschied ist, wir haben nicht dem Leitwerk des Bildungsministeriums zu folgen, sondern wir haben unseren eigenen Lehrplan, wenn es sowas geben sollte, oder zumindest ein Rahmenwerk an Inhalten. Und wenn darin die Sexualität oder die Sexualkunde als solche nicht vorkommt, dann haben wir auch keine Verpflichtung, die den Kindern beizubringen. Ja, und das ist auch gut so. Und ich wünsche mir das auch. Es hat Generationen vorher waren dabei und haben nicht diese Art Sexualunterricht gehabt. Wir haben das, glaube ich, ab der 4. Klasse gehabt. Aber auch, das war nur ein Anreißer gewesen. Wie wird man schwanger? Was bedeutet das, wenn man ein Kind bekommt? Das waren diese Dinge, die bei uns gelehrt worden sind. Und wir waren alle am Lachen in der 4. Klasse, weil das ein Schamgefühl ist. Denn das ist ja auch noch der Punkt, ne? Dieses Schamgefühl. Auch heute haben wir eine übersexualisierte Gesellschaft, was ja auch schon gesagt worden ist. Was bedeutet denn Erotik? Schauen wir doch mal auf den Markt, sage ich jetzt mal, den Single-Markt. Wir haben immer mehr Singles, immer mehr Menschen, die heiraten und sich scheiden lassen. Und da fehlt doch irgendwo auch der Bezug zu Mann und Frau und Frau und Mann. Darf man auch mal hier festlegen und festhalten, oder?
Also zum einen finde ich es sehr interessant, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und ich glaube, mittlerweile gibt es über 20 Geschlechtsdefinitionen, nicht nur Mann und Frau, sondern auch noch alles, was da dazwischen ist. Und also diese Möglichkeiten, die man heutzutage hat, sich da wirklich auch frei zu entscheiden, das ist ja durchaus bemerkenswert. Insofern gebe ich dir recht, dass es dadurch auch schwieriger wird, scheinbar für einen jungen Menschen irgendwie sich zurechtzufinden oder seine Rolle im Geschlecht wahrzunehmen und dementsprechend auch zu leben. Ja, ich glaube eben, dass jeglicher Unterricht in der Hinsicht eher die Gefahr birgt, dass wieder gewisse Kästchen geschaffen wird, wo sie vielleicht gar nicht alle gar so wohlfühlen damit und auch wie wird das dann angegangen, also so wie du es beschrieben hast. Naja, beängstigt jetzt weniger, aber ich weiß gar nicht, wie ich dazu jetzt, was ich dazu sagen soll. Jedoch, ich glaube, das Problem ist eher zu versuchen, da von außen etwas aufzuzwängen und nicht einfach der natürlichen Entwicklung des Kindes zu folgen. Ja, also wenn man sich die Sachbücher für Kinder mal so anschaut, dann ist es, hat sich sicher einiges getan, sehr viel detaillierter geworden alles, und das finde ich auch bis zu einem gewissen Grad wünschenswert, dass ein Angebot da ist. Wenn sich jemand interessiert, dann soll er das altersadäquat für sich aufarbeiten können. Ja. Dass das für ein Kindergartenkind ganz anders ist natürlich als für einen Jugendlichen mit 15, 16, muss auch klar sein. Wichtig ist nur, dass da der Zugang geschaffen ist und dass es jemanden gibt, an den man sich wenden kann, wenn man noch irgendwelche Fragen hat. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen noch eine Musikpause bis 22 Uhr. Haben wir ja dann ja offiziell schon Sendeschluss. Und da habt ihr Listen to Zorro, The Voice, heißt das. Und den spielen wir doch jetzt ein. Einverstanden? Sehr gern. Gut, und dann machen wir Player auf und Musik ab. Bis gleich und viel Spaß. Ja, Listen to the Voices, ja, ein Song, den ich nicht kenne, der mal wieder neu war. Und ich danke auch für die Zusendung der Musik heute Abend hier heute vom Ingo Hauer. Heute seid ihr eine Sendung mit Ingo Hauer und Gerald Schäbelhofer. Und das heißt Demokratische Schulen. Mal so zusammengefasst, sind wir heute ein bisschen in die Geschichte gegangen, wie Schulen entstanden sind und was demokratische Schulen bedeuten. Das heißt, die Kinder haben genauso ein Mitspracherecht, eine Stimme gültig, wie auch die Erwachsenen. Die Gestaltung des Programmes bedeutet auch für mich, dass auch Kinder mehr die Natürlichkeit wieder erleben dürfen. Und das heißt auch, wie ich es noch in meinem Baujahr 66 kennenlernen durfte, dass wir auch Ausflüge gemacht haben während der Unterrichtszeiten, wo wir Steinbrüche besucht haben oder wir sind einfach mal in den Wald und Wiesen gegangen und durften lernen. All dieses, was heute eigentlich kaum noch sichtbar ist, die Schulen haben andere Prioritäten gesetzt, obwohl das eigentlich zum Leben gehört. Wer kennt sich heute wirklich aus mit der Umwelt, mit der Natur, mit den Pflanzenwelt? Ja gut, man kann es dann irgendwann mal studieren und dann lernen, aber wenn es Kinder schon früh lernen, hat man auch was schon früh im Leben und man kann noch viel mehr dadurch aufbauen. Ja, ergänzend kann natürlich jetzt nochmal der Ingo Hauer und auch der Gerald Schäbelhofer da was dazu sagen, wie eine demokratische Schule dann nochmals zusammengefasst wird. Ich finde dieses Konzept mal wieder sehr gut. Ich selber komme aus der Pädagogik, knapp 25 Jahre habe ich dort tätig gearbeitet als diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger. Auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist mir nicht entblieben. Danke auch dafür, dass ich meine Erfahrung machen durfte. Und ich sehe, dass auf jeden Fall wir eine kranke Gesellschaft haben. Und darüber dürften wir alle mal ein bisschen mehr Transparenz bekommen, denn gesunden Menschenverstand haben noch einige Leute sicherlich. Und das zähle ich heute Abend auch wieder dazu, die demokratischen Schulen, was mir vom Konzept her sehr gut gefällt. Und jetzt gebe ich das Wort nochmal zum Ingo rüber. Bitte. Ja, danke Klaus. Wir haben schon gelacht eingangs bei meiner umfangreichen Musikauswahl, die ich dir geschickt habe. Und was wir jetzt gehört haben, Listen to the Voices.
darum geht's ja, oder? Wir wollen alle als Menschen erhört werden und darum ging's auch den ursprünglichen Gründern, aus der 68er Generation, die Sudbury Valley Schule gegründet haben in Massachusetts, die so das erste und exemplarische Schulsystem nach dem freien demokratischen Prinzip war. Besteht nach wie vor, also seit mittlerweile über 50 Jahren und funktioniert einwandfrei. Es gibt auch einige Bücher zu dem Thema, die direkt von den Beteiligten bzw. den Mitgründern der Schule verfasst wurden. Gerald? Ja, ich wollte es nur kurz noch eingehen auf die Wortmeldung eben dieser Krankengesellschaft. Das was meines Erachtens wieder eine Problematik, die aus der Standardisierung von oben herab sozusagen entsteht, dass ganz viel Erwartungen und Bewertungen passieren. Wann ist ein Mensch wertvoll? Wann kann ein Mensch was Gescheites sozusagen? Ganz wichtiger heutzutage ist das wirtschaftlich sinnvoll, was der Mensch macht. Ansonsten kann es ja sozusagen nichts Gescheites sein. Und die freie demokratische Schule ist einfach ein Ort, an dem diese Bewertung nicht stattfindet. An dem wirklich jeder sich dem widmen darf, wofür auch immer er Interesse hat, ohne dem jetzt irgendein etwas anzuheften, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist. Und ja, dann noch kurz eben zur Überleitung. Die Sudbury Valley School hat auch die umfangreichste Literatur, sag ich mal, zu diesem Schulmodell ins Leben gebracht. Also speziell Daniel Greenberg hat wahnsinnig viele Bücher verfasst, die sich intensiv mit allen möglichen Aspekten beschäftigt. Es gibt auch drei Bücher, von denen ich weiß, die auf Deutsch übersetzt wurden. Das sind Endlich frei, Ein klarer Blick und die Sudbury Valley Schule. Vielleicht nochmal zurückzukommen, weil ihr beide gesagt habt, die Gesellschaft ist krank. Vielleicht kann man das nicht als Krankheit in dem Sinn betrachten, sondern vielmehr als Reaktion auf das, was uns vorgesetzt wird. Wir sind alle gebunden an dieses System, das sich halt absolut nach unmenschlichen Werten richtet. Ja, es geht viel um Geld, es geht um Leistung und die kreativen Aspekte werden immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und was in Österreich im Schulsystem das Schlagwort ist die Inklusion. Ja. Man sagt immer, jeder hat seinen Platz und jeder muss irgendwie da nach seinen Bedürfnissen behandelt werden in der Schule. Aber Tatsache ist, dass man innerhalb dieses Systems dann wieder extra Würstel dreht, wenn man so schön sagt, um diese Kinder dann in irgendeiner Form aus dem Unterricht zu ziehen. Ja. Da gibt es die Schulassistenz, da gibt es die Sonderpädagogen, da gibt es die Verhaltensmaßregeln durch externe Lehrer. Also ich sage mal, es sind alles so Pflaster, die man quasi klebt auf dieses System, das in Wirklichkeit schon bröckelt an allen Enden und Ecken. Ja, der Pädagoge dürfte ja in dieser Form in dem heutigen System ja gar kein Pädagoge sein. Wenn er versteht, was Pädagogik bedeutet, was Lehren bedeutet, sollte er der Fachmann sein. So sage ich auch immer, der Arzt ist der Fachmann für Gesundheit, aber was sehen wir hier? Der Bauer ist derjenige, der Fachmann, der eigentlich weiß, was eine gesunde Erde ist. Und was sehen wir? Da haben wir doch irgendwo selbst was verfehlt. Und wenn wir schon vom Lernen und Schulen sprechen, glaube ich, dürfen wir doch da mal wieder ansetzen und auch mal sagen, ich glaube, wir haben doch mal ein paar Fehler gemacht und daraus kann man doch wieder eine Erkenntnis nehmen und doch wieder andere Wege versuchen, nach vorne zu geben und mit Elan wieder frischen Wind reinbringen, damit wir wieder ein bisschen mehr Natürlichkeit für uns alle. Das geht ja auch um unsere Kinder, unsere Alten, um uns und die Zukunft, unsere Bausteine, Gesundheit und so vieles. Es ist eigentlich einfach zu verstehen. Wir haben Bienensterben, wenn man das mal so sagt. Wenn man von Wien aus bis nach Vorarlberg fährt, mitten im Sommer sind die Windschutzscheiben frei, keine Insekten mehr dran, dass uns das nicht mehr auffällt. Aber wenn man die Menschen anspricht, dann kommt dann schon ein bisschen
herein. Viele Diskrepanzen sind da und das ist ja ein Ist-Zustand und daraus können wir ja wieder neu schöpfen und uns nach vorne bewegen. Und dieses, denke ich, haben wir sicherlich auch die Verantwortung gegenüber unseren Kindern, denn die Kinder sind unsere Zukunft, nur mit uns. Ja? Und was machen wir heute, wenn Umfragen gestartet werden, was möchtest du später mal werden in Deutschland? Dann sagt man doch als Kind, ich möchte Hartz-IV-Empfänger werden. Ja? Das ist schon traurig. Die Kreativität, die Flexibilität, die Angebote für Freude und Spaß, Potenziale, dieses Wort, die eigene Potenziale vor allem, Kreativität wieder zu finden und nach außen hin leben zu dürfen. Ich glaube, das wäre ein sinnvoller Ansatz für eine bessere Welt, für die Zukunft. Das sage ich jetzt einfach mal so. Wir leben in diesem System und dieses System sollte mehr Transparenz schaffen, auch diese Thematiken zu diskutieren und das vor allem in den großen Sendern wie ORF und KKG, so denke ich. Ich lasse das Wort mal hier stehen, vielleicht mag nur einer was dazu sagen. Okay, dann hätte ich noch gern eine Frage. Ich möchte mal gerne aus meiner Vergangenheit aus der Schule erzählen, was für mich jetzt als Erwachsener sich zum Nachteil erörtert hat. Ein Kind ist ja vom Geist her besser aufnahmefähiger als ein Erwachsener, wohingegen ein Erwachsener mehr Lebenserfahrung hat im Gegensatz zu einem Kind. Und so geben ja die Eltern ihre Lebenserfahrung zum Schutz ihrer Kinder dies wieder, bis sie dann erwachsen sind und dann diese neuen erwachsenen Menschen dann eigenständig durchs Leben gehen können ohne Hilfe der Eltern. Und jetzt so zu mir zurück aus meiner vergangenen Schule. Zum Beispiel der Deutschunterricht. Da habe ich mich alle 8 Jahre hindurch richtig durchkämpfen müssen. Ich war da sowas von schlecht, weil ich mir auch selbst gar keine Mühe gegeben habe. Ich habe mir einfach den Deutsch richtig verweigert. Und so bin ich doch, man hat mich dann dadurch als Legastheniker deklariert. Jetzt als Erwachsener habe ich mich dem Journalismus zugewandt. Und da tue ich mir jetzt aber sehr schwer mit der Rechtschreibung, mit der Satzstellung. Wenn ich dann Texte erstelle, dann muss ich die ewig oft durchlesen, umsetzen, bis ich es dann wirklich veröffentliche. Bei Kommentaren bekomme ich dann immer Angriffe. Ja, was für Rechtschreibung habe ich dann? Und dann wird vom Thema vorbeigeredet. Wie kann man da verhindern, dass ein Kind ohne Lebenserfahrung sich doch gewissen Lebenseigenschaften zuwendet, wo es noch nicht glaubt, dass es vielleicht als Erwachsener brauchen kann? Ja, man muss das natürlich auch ein bisschen individuell beleuchten und sagen, was hat dich daran gehindert, vielleicht dadurch für Deutsch zu interessieren? Weil da sind wir dann sicher irgendwo an dem Punkt, dass es halt von außen gekommen ist und nicht dein eigenes Interesse war. Und die Kinder zu begeistern, das ist natürlich die Aufgabe der Erwachsenen, ja. Und auf das Hartz IV, ich habe vorher lachen müssen, nochmal kurz zurückzukommen, dass sich Kinder wünschen, als Erwachsene Hartz-IV-Empfänger zu sein, ist irgendwo auch verständlich, weil sie sehen ihre Eltern jeden Abend nach Hause kommen, nach der Arbeit, völlig müde und entnervt vielleicht. Und wer wünscht sich das schon als Erwachsener? Und ich glaube, es ist auch für ihr Kind einfach dann vielleicht, es wird eben ständig gesagt, was es zu tun hat. Und wenn man dann irgendeine Arbeit hat, wird einem auch wieder alles gesagt, was man zu tun hat. Und als Hartz-IV-Empfänger hat man vielleicht dann eigentlich einmal kurz Luft, dass man mal einfach sein kann. Und von daher kann es ja irgendwie nachvollziehen, die Antwort des Hartz-IV-Empfängers. Um auf das mit dem Deutsch zurückzukommen, kann ich gut nachvollziehen. Ich vermute, es war in deinem Fall hauptsächlich erstens miserables Timing, weil es offensichtlich zu einer Zeit gekommen ist, wo es dich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Und dadurch, dass es dann einfach mit Zwang dir aufgedrückt wurde, natürlich innerlich du rebelliert hast und dann eine Blockade entstanden ist, die dann wirklich auch unter Umständen ein Leben lang bleiben kann. Und da gibt es auch ganz andere Beispiele von Kindern, die denen das Lesen verdorben worden ist durch die Schule, die dann keine Bücher mehr angreifen wollen nach der Schule. Und genau fast umgekehrt ist es eher von einer freien demokratischen Schule eben,
Dort werden diese wichtigen Grundkenntnisse, wie eben schon erwähnt, das Lesen und Schreiben zum Beispiel, ganz natürlich wächst man da hinein. Und es wird dann zu dem Zeitpunkt erlernt, wo es eben für denjenigen interessant ist, wo es irgendetwas gibt, was es gern dadurch können will, wofür einfach das Lesen und Schreiben eine Voraussetzung ist. Und ebenso alles andere, was eben zu den jeweiligen Zeitpunkten relevant ist. Und das Wichtigste ist eben, wie auch schon erwähnt, dass dieser Prozess einfach nicht aufhört, dieses immer weiter Lernen. Dieses permanente Dazulernen, dass das einfach die zweite Natur wird, dieser Menschen. Und dadurch kann ich mir alles aneignen, was ich brauche, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche. Weil sich auch gezeigt hat, zum Beispiel, wenn dann Menschen mit 17 Jahren zum Beispiel daran denken, okay, ich werde dann vielleicht nächstes Jahr die Schule verlassen, okay, ich will vielleicht studieren, dazu muss ich jetzt vielleicht eine Studienberechtigungsprüfung oder eine Matura zum Beispiel ablegen, okay, dann bereite ich mich vor darauf und dann mache ich das. Und das machen diese Menschen und haben dann meistens das üblicherweise das letzte Jahr oder einen Teil des letzten Jahres, dem sie sich dafür vorbereiten, und die, die es dann machen, schaffen es fast alle. Also sie müssen nicht die ganze Zeit vom Kindergarten bis dorthin gedrillt werden, zu den Zeitpunkten, wo es ist ohnehin nicht interessiert. Sie verwenden diese Zeit sinnvoll für sich, lernen ganz andere Sachen, die sie sonst vielleicht gar nicht gelernt hätten, und schaffen dann das, was von ihnen verlangt wird, zu dem Zeitpunkt, wo es relevant ist. Kinder sind ja nicht abgelenkt von der Arbeit, die müssen gar Geld verdienen in dem Sinn und so. Sie sind da wirklich frei, sie können sich rein nur der Entwicklung widmen und des Spielens. Jetzt, ich als Erwachsener, habe ja nicht mehr so viel Zeit, mir zum Beispiel besser die Schrift beizubringen. Ja. Und vor allem, es geht auch als Erwachsener viel schwerer, als ich als Kind gemacht hätte. Wie kann man eigentlich verhindern, dass, das ist eigentlich meine Hauptfrage, wie kann man verhindern, dass Kinder, die noch nicht ganz genau wissen, der Klaus hat ja gesagt, was willst du mal werden, ist eine ungeschickte Frage. Ich persönlich bin jetzt als Erwachsener vieles, ja. Aber das habe ich als Kind nicht gewusst, was ich jetzt vieles sein will. Also wie kann man da vermeiden, dass ein Kind zum Beispiel dann, wenn es erwachsen wird, etwas nicht mehr so gut erlernen kann, wenn es als Kind erlernt hätte? Ja, vor allem kann man mal erwartungsfrei in eine Erziehung reingehen und auch in der Pädagogik, dass man sagt, man schaut einmal, was kann das Kind jetzt? Und um nochmal auf das auch zurückzukommen mit den Lehrern, in einer Schule nach unseren Vorstellungen oder auch nach dem Gesamtprinzip der freien demokratischen Schule sind die Lehrer Coaches, die begleiten die Kinder auf ihrem Weg und zeigen ihnen möglicherweise neue Dinge zusätzlich zu dem, was sie können. Ja. Sie helfen den Kindern, immer neue Bereiche zu ergründen und ihre Fähigkeiten auszubauen. Und das beinhaltet, dass man den Kindern nichts vorsetzt. Man erwartet nicht, dass ein Kind jetzt mit 8 Jahren perfekt schreiben kann oder rechnen kann. Man erwartet auch nicht, dass ein Kind jetzt mit 11 Jahren 3 Fremdsprachen beherrscht, sondern man begeistert es möglicherweise dafür, aber in erster Linie hilft man ihm, seine eigenen Interessen zu fördern und damit die Lernbereitschaft aufrechtzuerhalten, beziehungsweise Lernformen, die man übers Leben lang beibehalten kann, zu festigen. Und noch kurz zu dem, wenn man älter ist, ist es einfach schwieriger. Also da gibt's ja auch diesen alten Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist neurowissenschaftlich schon widerlegt. Also das Alter des Menschen ist weniger relevant. Was wirklich relevant ist, was auch der Gerald Hüther sagt zum Beispiel, das ist nach wie vor die Motivation. Er hat zum Beispiel gesagt, ein 80-Jähriger kann problemlos in 6 Monaten Chinesisch lernen, wenn er eine gute Motivation dafür hat, wie zum Beispiel eine junge chinesische Freundin. Das geht dann zum Beispiel ganz schnell. Ich möchte noch kurz auf was zurückkommen, was du gesagt hast. Und zwar, dass die Erwachsenen durch ihre Erfahrung die Kinder schützen. Ich finde, das ist bis zu einem gewissen Grad auch gefährlich. Natürlich versucht man die Kinder davor zu bewahren, irgendwie jetzt sich grob zu verletzen oder andere zu gefährden.
Man sollte sich nur selber als Erwachsener immer wieder beobachten und schauen, inwieweit schränke ich das Kind damit in seinen Erfahrungen ein. Weil das ist ja auch grundlegend wichtig, dass Kinder ihre Erfahrungen machen dürfen, auch wenn die manchmal für uns jetzt irgendwie sinnlos erscheinen. Wenn man sagt, hey, das weiß ich eh schon, das kann ich dir sagen, dass das Wasser heiß ist, das da rauskommt aus der Leitung. Wenn das Kind das nicht selber erlernen kann, dann hat es einfach diesen Prozess nicht durchgemacht. Da fehlt dann irgendwas. Und was natürlich auch problematisch ist bei älteren Menschen, wie auch vorhin kurz angerissen, ist, wenn im Kindesalter Blockaden aufgebaut werden, die eben oftmals dadurch aufgebaut werden, dass von außen ein Zwang ausgeübt wird und da schon fast logischerweise von innen heraus ein Schutzmechanismus anzuspringen hat, sei es eine Rebellion nach außen oder ein Einmauern nach innen, ist das ganz schwer, das dann als Erwachsener wieder abzubauen. Also solche Blockaden können dann relativ lange bestehen. Ja, wir kommen langsam zum Schluss der Sendung. Was wünscht ihr euch hier für euch, die demokratischen Schulen einmal? Was wünscht ihr euch vielleicht vom Land Österreich, von der Republik Österreich, vielleicht von den Menschen? Ja, euer Wunsch einfach nochmal zum Abschluss, dass wir da langsam kommen. Aber ich möchte gleich nochmal hier eine Abschlussrunde machen, vielleicht noch eine Feedbackrunde ganz kurz. Das ist meine Frage schon mal an euch. Also was ich mir grundsätzlich wünschen würde vom Staat Österreich ist, dass es diesem Modell wirklich einmal eine reelle Chance gibt, das voll umzusetzen, weil es von dem, was bekannt ist darüber und was meine Überzeugung ist, ist, dass es einfach ein deutlich effizienteres Schulsystem ist, ein menschenwürdiges Schulsystem ist, eines, wo einfach die grundlegendsten Werte, die ein Mensch haben sollte, wenn er erwachsen ist, vermittelt werden. Man kann jemanden, der dann in einem freien demokratischen Umfeld leben soll, ja nicht sinnvollerweise in einem autokratischen System großziehen. Ich wünsche mir von allen Hörerinnen und von allen Mitbürgern im Endeffekt, dass sie ein bisschen kritischer umgehen mit dem Ganzen, was sie so vorgesetzt bekommen jeden Tag. Und da gehört natürlich das Schulsystem als solches ganz oben dazu. Vom Staat Österreich würde ich mir wünschen, eine Gleichberechtigung aller Auszubildender, weil die Unterrichtspflicht wird ja jetzt dann auf 18, bis zum 18. Lebensjahr erweitert. Und da wäre es doch auch sinnvoll, dass man sagt, okay, jeder Schüler, jede Schülerin bekommt ein gewisses Budget und kann damit die Schule frei wählen. Das wird insgesamt die Bildungslandschaft ein bisschen bunter machen. Ja, das sind super tolle Anregungen. Ich hoffe, dass es auch bis da oben hin gehört wird. Ich werde an euch denken, wenn ich Politiker mal an dem Mikrofon erwischen darf, dann werde ich auch das mal ansprechen, denn die Systemschule haben ihre Berechtigung gehabt über ihre ganzen jahrzehntelange Beständigkeit. Aber was auch ist, kann auch noch werden. Das bedeutet für mich, dass wir uns auf jeden Fall immer wieder neu bewegen und uns weiterentwickeln wollen und man einen Kanal oben offen hält und nie sich einengt und sagt, so ist es, Punkt aus, fertig, sondern wie gesagt, die Offenheit, um auch die Potenziale zu sehen, zu erkennen, sollte man auch den Menschen zugänglich machen. Dann wird auch vieles anderes besser werden, wie es bisher zumindest für jeden einen mehr oder weniger wahrzunehmen ist. Ich gehe jetzt nochmal von oben nach unten und frage mal die Lien, ob sie am Mikrofon ist und vielleicht hat sie nochmal ein Feedback zu geben. Und dann haben wir den Bela noch da, Burkhard und Jenne und der CryptoTV, der Roman ist ja auch da. Lien, bist du am Mikrofon? Magst du vielleicht noch ein paar kleine Sätze sagen, wenn du am Mikrofon bist? Ist nicht da. Bela, ich weiß nicht, ob du jetzt zugehört hast, du bist zumindest hier aktiv am deinen Lautsprechern, zumindest werden wir gehört. Dein Mikrofon ist stumm, das hast du gerade stumm gestellt. Magst du uns vielleicht noch kurz auch einen Satz sagen? Auch nicht. Der Burkhard ist aus Berlin. Burkhard, guten Abend. Und auch nicht. Und dann haben wir den Jenne. Der Jenne ist bestimmt noch da. Jenne, dein vielleicht so ein kleines Feedback und dann auch noch der Roman. Und Jenne, bitte. Ja,
sehr interessant und freue mich auf das nächste, was da bei, also die nächste Berichterstattung, wie das da denn losgeht und wie das ankommt, ja. Und ja. Wie das losgeht und ankommt, das verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Vielleicht magst du es noch erläutern? Ja, also mit der Schule jetzt, mit der demokratischen Schule, wie das dann auch ankommt. Ja, da bin ich auch ganz neugierig. Ich hoffe, ihr Ingo und auch Gerald, dass ihr uns auf dem Laufenden darüber haltet. Und dann rufen wir mal Roman und dann bin ich gespannt, was der Roman noch zu sagen hat. Roman, dein Feedback der Sendung und ja, deine Zusammenfassung vielleicht? Ja, ich möchte mich mal bedanken für die Beantwortung der letzten Frage. Das war für mich die wichtigste Frage. Die ist, war für mich erhellend, muss ich wirklich sagen. So, dadurch hat sich jetzt dann am Schluss für mich ergeben, dass diese demokratische Schule wirklich eine sehr gute neue Reform wäre für die Bildung des jungen Menschen. Und ich habe für mich rausgehört, dass man einfach bei mir als Kind das pädagogisch freier ansetzen hätte sollen, mit dem Deutsch zum Beispiel, dann hätte es vielleicht freier angenommen, hätte so rebelliert und hätte es vielleicht besser gelernt. So habe ich das rausgehört. Und wenn es da Pädagogen gibt, die so dazu ausgebildet werden, ein Kind das so näher zu bringen, habe ich das Gefühl, wird sie sich auch sicher nicht denken, ich will jetzt Analphabet werden. Und so kann ich mich mit der demokratischen Schule vorab erst einmal doch ja sagen, sehr interessant und wäre würdig, weiterzuentwickeln. Ja, danke dir, Roman. Und jetzt rufe ich nochmal den Ingo Hauer und natürlich den Gerald Schäbelhofer. Wie hat's euch heute Abend gefallen? Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Das, was ihr loswerden wolltet, ist hoffentlich über den Äther heute gegangen. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Worte an die Leute draußen an den Boxen. Und mich hat's sehr gefreut, dass ihr die Zeit genommen habt für ein wichtiges Thema. Denn unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn die Eltern es von ihren Eltern gelernt haben, und das ist ja dann die Zukunft, die Kinder werden ja mal zu Eltern, haben wir, glaube ich, eine ganze Menge bewegt für eine bessere Gesellschaft. Deswegen finde ich gerade dieses Thema, sei es Leihschulen, Freilernerschulen, demokratische Schulen, in diesem Moment, muss ich sagen, ganz toll. Denn das habe ich zum Beispiel bei den anderen Schulen nicht erlebt, dass jede Stimme auch eines Kindes wert ist. Aber diese Frage ist auch nicht bei den anderen Schulen, die wir bisher hier auf OKTalk hatten, gestellt worden. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und das stärkt die Kinder auch in ihrem Charakter, in ihrem Tun, in ihrer Wahrnehmung. Und das hat mir heute Abend besonders gut gefallen. Wie habt ihr euch denn gefühlt heute Abend? Ja, lieber Klaus, auch wir danken für die Zeit, die du uns gegeben hast. Danken allen Zuhörern, dass sie ihre Ohren aufgesperrt haben, hoffentlich. Und nochmal, wie gesagt, die Mailadresse, falls jemand mit uns in Kontakt treten möchte, falls jemand dabei sein möchte bei diesem Prozess, ist fds-graz@gmx.at. Damit könnt ihr uns erreichen und können wir uns weiter austauschen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, ja, und gerne wieder. Ja, für mich war es auch ein sehr angenehmer Abend, hat mich sehr gefreut hier und ich möchte mich auch noch sehr herzlich bedanken, dass du uns eben diesen Kanal zur Verfügung gestellt hast, damit einfach einmal dieses Wissen, diese Inspiration ein bisschen mehr in die Welt hinauskommt, weil es ja leider noch viel zu unbekannt insgesamt ist und es einfach einer gewissen Verbreitung dieser Idee bedarf, damit die Menschen überhaupt einmal das am Radar haben und sehen können, okay, so könnte es vielleicht auch funktionieren. Und deswegen, wir sind dankbar für alle Menschen, die uns in aller Hinsicht weiterhelfen können, sei es, dass sie uns andere Kanäle noch zur Verfügung stellen, wo wir einfach die Botschaft ein bisschen rausbringen können, oder dass sie mithelfen wollen direkt bei der Gründung oder wie auch immer. Vielen Dank auf jeden Fall an alle Zuhörer auch. Ja, danke. Ja, herzlich willkommen. Ihr habt ja
die Mumble-Software und lasst euch immer wieder hören. Entweder mischt euch mit, mischt mit an den Sendungen, die die Menschen machen. Und lieber Ingo und Gerald, vielleicht habt ihr auch andere Themen irgendwann mal. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf jede neue Stimme, jedes neue Thema. Und ich sage Dankeschön für eure Zeit. Dankeschön an den Zuhörern natürlich, an den Boxen draußen. Dankeschön ans OKTalk-Team, dass ihr uns immer hier technisch und in dem ganzen Verlauf hier gut unterstützt. Und somit seid ihr jetzt im OKTalk-Archiv. Ja, natürlich sind wir jetzt noch live, aber dann wird die Sendung hochgeladen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen, einen Klick für OKTalk zu machen. Da freuen wir uns immer. Morgen haben wir natürlich auch wieder Sendeprogramm und da haben wir ein Medium bei uns auf OKTalk. Was ist ein Medium? Die einen wissen es, ein Medium, was das ist. Da kommt die Aurea, so heißt sie, Aurena, Moment, sie heißt ganz genau Aurena und da, sie macht viele Workshops mit verschiedenen theoretischen und praktischen Teilen. Aurena wird morgen Abend ein paar Übungen zeigen für in Sachen, wo Energien verstärkt werden und vieles andere auch. Ist eine Spirit, sage ich mal, Sendung, aber sie ist wirklich eine besondere Frau. Wer morgen Abend Interesse hat, ab 20 Uhr einfach einschalten. Und jetzt den letzten Song. Und mal gucken, ob ich ein guter DJ bin. Nein, bin ich nicht. Doch, Stummlieb heißt das Lied. Das reicht ja schon. Und vielleicht mag der Ingo noch sagen, von wem Stummlieb ist. Ja, das ist von der Grazer Band Ilmala. Und der liebe Patrick, der bei der Band Bass spielt, war mein erster Bassist in meinem Musikerdasein.
Radio Okie-Tokie, Radio Okie-Tokie.